Wir sind nicht gebaut dafür, uns nicht lineare Dynamik gut vorstellen zu können. Das klappte nicht. Nature hat es nicht wollen, Science hat es nicht wollen, PNS hat sich geziert. Dann kam halt ja, dieses ganz unglaubliche Geschenk von den Brüdern Strüngmann. Das hört sich an wie ein Märchen. Was ein ziemlich ironischer evolutionärer Akt ist. Ja. Man entwickelt Organismen, die bindungsfähig sind, die Verlust empfinden können, die um alles in der Welt sich am Leben festklammern wollen und überleben wollen, so, das tun ja Tiere auch, aber denen man gleichzeitig noch einen kognitiven Apparat mitgibt, der ihnen sagt, ja, schön, aber das alles geht zu Ende. Wir haben durch unser Tun, durch die wissenschaftliche Analyse aus der dritten Personperspektive, uns mit der Welt zu befassen, den Himmel teilweise oder gänzlich leergeräumt von Göttern. Das haben wir gemacht. Das ist seit der Aufklärung zwar nicht ursprünglich Programm gewesen, aber ein Kollateralschaden, wenn Sie so wollen. Und das hat zu ganz großen Problemen geführt, weil die Verankerung des Menschen im Transzendentalen abgenommen hat und er auf sich selber zurückgeworfen, sich jetzt in einer Welt wiederfindet, in der es nicht gut aussieht für die Zukunft. Wir sehen, wie wir diesen kleinen blauen Planeten in Gefahr bringen und damit auch unser eigenes Biotop. Wir haben ihn zum ersten Mal von außen gesehen. Auch das eine Frucht der wissenschaftlichen Bemühungen. Wir sehen jetzt plötzlich, wie klein dieser Planet ist und wie verloren in einem riesigen Weltall, das wir auch nicht begreifen, wir durch die Gegend taumeln. Wir sehen, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Wir sehen, dass wir unser Klima verändern werden. Das ist eine der wenigen Variablen, die man nur wirklich genau vorausberechnen können. Ausnahmsweise geht das in dem Fall, weil es ein relativ linearer Prozess ist. Einstrahlung und Abstrahlung lassen sich leicht berechnen. Das bringt Menschen in ganz große Schwierigkeiten. Wir sind plötzlich allein gelassen und müssen mit unseren Problemen fertig werden. Uns fehlt die Verankerung im Transzendentalen oder vielen von uns jedenfalls. Wir müssen aber trotzdem irgendwie erklären, wieso wir uns als dieser spirituellen, dieser mentalen, dieser immateriellen Welt zugehörig fühlen, einerseits und andererseits aber uns als materielle Wesen begreifen. Denn was in uns passiert, sind ja materielle Prozesse, die den Kausalgesetzen gehorchen, die sich naturwissenschaftlich beschreiben lassen. Und in so einer Dichotomie, die unerklärt ist, kann man auf die Dauer nicht zufrieden leben, denke ich. Und deshalb glaube ich, muss die Wissenschaft sich jetzt auch wirklich bemühen, die Kollateralschäden, die sie erzeugt oder erzeugt hat, auch selbst zu beseitigen. Oder zumindest sich daran zu beteiligen, sie zu beseitigen. Und das müssen wir mit den Werkzeugen machen, wir Wissenschaftler, die uns zugänglich sind. Ich betrachte mich schon in erster Linie als Naturwissenschaftler, der die spirituelle Dimension, an der wir teilhaftig sind, die wir auch subjektiv natürlich als überzeugend und existierend empfinden, irgendwie versuchen muss, aus evolutionären Prozessen heraus zu erklären. Also ich bin kein ontologischer Dualist in dem Sinne, dass ich annehme, hier gäbe es eine materielle Welt, die in sich geschlossen ist und auf geheimnisvolle Weise Leben hervorgebracht hat. Und dann gäbe es parallel dazu eine spirituelle Welt, in der die nicht-materiellen Entitäten zu Hause sind. Und die beiden dann auf irgendwelche wunderbare Weise miteinander wechselwirken würden. Dieser Auffassung kann ich mich nicht anschließen, weil ich mit dem Verursachungsprinzip Schwierigkeiten habe. Wenn in dieser spirituellen Welt irgendetwas geschieht, also in meiner mentalen, nicht materiellen Welt, die
mir Veranlassung gibt, etwas zu tun, dann muss dieses immaterielle Etwas, manche Leute setzen das mit ihrem Ich gleich, andere projizieren es hinaus in irgendwelche nicht materiellen Mächte, in Gottheiten vielleicht sogar. Antike hat das ja ganz stark gemacht, indem sich die Menschen als von Göttern gelenkt empfunden haben. Mangels anderer Evidenz hinsichtlich ihrer eigenen Initiativen. Dann müsste ja etwas Immaterielles mit den materiellen Prozessen in meinem Gehirn wechselwirken. Und es müsste das auf unglaublich differenzierte Art tun, indem es eben genau die richtigen Neuronen zum richtigen Zeitpunkt dazu bringt, etwas zu tun, was dieses Immaterielle etwas haben will. Und das ist für mich extrem schwer nachvollziehbar. Deshalb habe ich eigentlich seit geraumer Zeit versucht, und dieser Versuch nimmt immer mehr zu, eine, wenn Sie so wollen, naturalistische Erklärung zu finden für die Emergenz von spirituellen, immateriellen Phänomenen. Und das, denke ich, das kann nur gehen, indem man die kulturelle Evolution mit ins Auge fasst. Also jene Bereiche der Welt, die traditionell von den Humanwissenschaften belegt sind, Geisteswissenschaften. Also die Frage ist, wie sind diese immateriellen Realitäten in die Welt gekommen, wenn sie nicht von vornherein als Parallelwelt existiert haben und von uns dann nur entdeckt worden sind, sondern vielleicht haben wir sie ja hervorgebracht durch unsere eigene Evolution. Und dem Gedanken gehe ich jetzt viel nach, weil ich denke, dass wir als Wissenschaftler da eine gewisse Bringschuld haben. Ich werde mit dem Problem auch immer wieder konfrontiert, wenn ich in der päpstlichen Akademie unterwegs bin, weil natürlich dort diese spirituelle Dimension auf ganz besondere Weise verwaltet wird. Jede Religion tut das auf ihre eigene Art. Dort wird das auf die christliche Weise versucht zu bewältigen. Und auf der anderen Seite sitzen in dieser Akademie ausschließlich fast Naturwissenschaftler, Physiker, Chemiker, Biologen, Anthropologen, die prima facie diese mentale, geistige, spirituelle Dimension nicht in ihrem Versuchsaufbau haben. Und trotzdem wird aber darüber gesprochen. Und wenn man dann über moralische Werte und über Prioritätensetzungen, über säkulare Ethik spricht, dann muss man natürlich irgendwie wissen, wie wir zu diesem Wissen kommen. Dem kann man sich nicht entziehen. Das muss einfach sein. Aber es ist kein einfaches Unterfangen. Physiker sind natürlich mit den Grenzen des Wissbaren sehr unmittelbar konfrontiert, weil die theoretischen, mathematischen Beschreibungen und die Extrapolationen auf Welten, die die Physiker postulieren müssen, um ein kohärentes Theoriegebäude zu haben, in extremem Maße unvorstellbar sind. Im Prinzip sollten das auch die Hirnforscher sein, denn es zeigt sich doch immer mehr, dass nachdem wir uns verabschieden mussten von den einfachen Konzepten, die noch vom Behaviorismus herkommen, dass das Gehirn eine Reizreaktionsmaschine sein könnte, die halt adäquat reagiert auf bestimmte Reize aus der Umwelt. Etwas, was auch unser Vorgehen über Jahrzehnte bestimmt hat. Wir haben gedacht, wenn wir von den sensorischen Oberflächen, von den Sinnesorganen uns sorgfältig in das Gehirn hineinarbeiten und untersuchen, wie die Information, die dort aufgenommen wird, von der Umwelt verarbeitet wird und wie Verbindungen entstehen zwischen verschiedenen sensorischen Modalitäten und dann weitergehen, bis das wieder zur Motorik führt und wir dann schließlich die Handlung sehen, dass wir dann verstanden haben, was im Gehirn passiert. Ja, das hat sich als sehr fruchtbarer Ansatz erwiesen, aber ist natürlich grandios falsch. Und inzwischen sehen wir das Gehirn als ein extrem komplexes, in sich rückgekoppeltes System, das selbstaktiv ist, das nichtlineare Dynamik
hervorbringt, extrem hochdimensionale Zustandsräume einnehmen kann, dynamische Zustandsräume, die wir uns nicht vorstellen können. Unser Vorstellungsvermögen ist begrenzt auf relativ niedrigdimensionale Systeme, die für uns lebensweltlich relevant sind. Das Faszinierende, finde ich, ist, dass das Gehirn selber in einem hochdimensionalen dynamischen Raum operiert und Rechnungen vollbringt und die Leistungen erbringt, die wir dann als niedrigdimensionale Ausgangsleistungen kennen, die uns auch die Welt als ein relativ niedrigdimensionales System darstellt, dazu aber Prozesse ausnutzt, die wir uns nicht vorstellen können, weil sie so hochdimensional sind und die Dynamik so komplex ist. Wir sind nicht gebaut dafür, uns nicht lineare Dynamik gut vorstellen zu können. Brauchen wir auch nicht im Alltagsleben. Aber wir bräuchten es, um zu verstehen, was in unserem Kopf passiert. Und da sehen wir jetzt auch, und da geht es uns jetzt bald so, wie es den Physikern schon vor ein paar Dekaden gegangen ist, wir können das, was da drin passiert, weil wir jetzt sehr viel genauer messen können, sehr viel mehr Neurone gleichzeitig ableiten können, sehr viel mehr die Dynamik erfassen können, kommen wir an unsere kognitiven Grenzen. Wir sehen Zeitreihen von 1000 Neuronen, die gleichzeitig abgeleitet wurden, im Zusammenhang mit einem bestimmten Verhalten, schauen die an und sehen nichts. Es gibt kein für uns interpretierbares Muster da drin. Also kann man versuchen, mit mathematischen Verfahren die Dimensionalität zu reduzieren. Man kann Maschinenlerntechniken anwenden, die dann da drin irgendwelche Muster erkennen und das wieder mit dem Verhalten korrelieren. Aber wir wissen nicht, was die Codierungsstrategien sind. Und es kann uns passieren, und in diesem Kreislauf sind wir zurzeit, glaube ich, dass wir einen Supercomputer benutzen, dem beibringen, ganz bestimmte Muster da in diesen hochdimensionalen Vektoren, sagen wir da, zu erkennen, Aktivitätsvektoren, und die dann zu korrelieren mit dem Verhalten, das wir wieder messen können gleichzeitig. Und dann sehen wir, ja, die Maschine erkennt immer dann, er kann aus diesen Mustern extrahieren, was das jeweilige Verhalten ist. Wir können diese Korrelation herstellen. Aber wir wissen einerseits wirklich nicht genau, was die Maschine da extrahiert hat, weil diese Deep Learning Networks einem nicht sagen können, wie sie es machen. Die können nur eine Beziehung herstellen zwischen dem Eingangsmuster und dem Ausgangsmuster, und die kann optimiert werden. Was da drin jetzt nun genau passiert, lässt sich im Einzelnen nicht nachvollziehen. Boah. Mit Mühe. Wir sind also da in einem epistemischen Zirkel gefangen im Moment. Und wir haben, glaube ich, noch keine wirklich guten Methoden, um mit diesem Problem fertig zu werden. Und das treibt uns um. Es klingt jetzt ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, wir werden weiterhin Fortschritte machen. Aber wir sind jetzt an der Grenze, an der die Physiker vor geraumer Zeit waren, dass das, was wir an Beschreibungssystemen liefern können, anfängt unvorstellbar zu werden, intuitiv nicht erfasst werden kann, sondern man muss dann einer mathematischen Beschreibung vertrauen und muss sagen, ja, das ist es. Ich war ein ganz unbedarfter Medizinstudent, der halt neugierig war und wissen wollte, wie sich es mit der Conditio Humana verhält. Ich wollte wissen, und da dachte ich, das Beste ist, man befasst sich mit dem Gehirn, denn das macht uns ja nun aus. Und dachte ich, studiere ich Medizin, nicht um Arzt zu werden. Ich wusste, was das bedeutet, Arzt zu sein, weil mein Vater sehr, sehr guter, sehr erfolgreicher und sehr gewissenhafter Landarzt war, eine Riesenpraxis hatte. Aber ich wusste, dass ich das nicht als Hauptberuf haben wollte. Ich habe da zwar, bis ich hier nach Frankfurt musste, zweimal in der Woche dort Praxis gemacht, also
das, was ich eigentlich gelernt habe, angewandt. Hat mir Riesenspaß gemacht, aber ich wollte es nicht ausschließlich machen. Das wollte ich nicht. Und habe aber, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, habe ich gemerkt, naja, ist doch sehr deskriptiv alles. Ich musste sehr viel auswendig lernen, ich musste sehr viel. Dachte mir, das ist, vielleicht sollte ich Physik studieren. Da habe ich da mal angefangen, ein bisschen rumzuhören, habe dann 2 Semester belegt. War mir dann zu abstrakt, war zu wenig lebensweltlich. Dachte, naja, dann musste ich vielleicht was tun, was mit mehr konzeptionell zu tun hat. Und dann habe ich Philosophie belegt, habe propedeutik belegt bei Stegmüller. Und ja, da habe ich halt dann gehört, 2 Semester lang, dass ich mich ja auf einen phänomenologischen Standpunkt stellen kann oder auf einen naturalistischen, dass es ganz verschiedene Schulen gibt, denen man sich anschließen kann. Und je nachdem, in welchem Denkschema man sich dann da befindet, beschreibt man die Welt so oder so oder so. Und man dachte, naja, wenn das so relativistisch ist, dann kehre ich vielleicht lieber zu meiner Medizin zurück. Da sehe ich wenigstens, was ich in den Händen habe. Und dann bin ich so in die Hirnforschung gedriftet, weil ich einen Hirnfaserkurs mitgemacht habe in der Anatomie und gesehen habe, wie unglaublich strukturiert dieses System ist. Und dann habe ich, ja, das fiel zusammen, glaube ich, auch mit den Verlockungen und der Studienstiftung, musste ich dann irgendwas produzieren und habe mich dann beschäftigt mit der Entwicklung des Schädels, mit der Phylogenie des Schädels. Warum ist der so groß geworden beim Menschen? Warum kam es zu dieser Zerebralisation? Und das hat dann wirklich mein Interesse geweckt an dem, was es mit dem Gehirn vielleicht auf sich haben könnte. Und bin dann halt über Kreuzfeld und ein paar Stationen in die Hirnforschung gekommen. Und da gab es zu dieser Zeit, und das war, glaube ich, bestimmend, den großen Aufbruch der Kybernetik. Da war von Holst in Seewiesen, der war da zwar, glaube ich, schon nicht mehr aktiv, als ich angefangen habe, aber Mittelstädt, sein Nachfolger, war da. Dann Reichhardt in Tübingen. Und in Frankfurt hatten wir, und das war, glaube ich, wirklich der Zeit ganz schön voraus, den Antrag gestellt, einen Sonderforschungsbereich bei der DFG zu gründen für Kybernetik. Und da sollten Hirnforscher, Psychophysiker, Elektrotechniker, so hieß das damals, zusammenarbeiten. Und da waren welche aus der Technischen Universität, der von Marco weiß ich noch, und dann gab es einen Akustiker, dessen Namen ich jetzt nicht mehr erinnere im Moment. Kurz und gut, wir waren ein Sammelsurium von Wissenschaftlern, ich war damals ganz am Anfang, die sich regelmäßig getroffen haben. Es war auch der Lorenz dabei aus Seewiesen und der Mittelstädt und der Bischof als Psychophysiker. Wir waren also Verhaltensforscher, Elektrotechniker. Informatik gab es damals noch nicht, weil es keine Computer gab. Und was halt so originell war, ein paar Neurobiologen. Und ich musste mich dann irgendwie auch da einbringen und dann habe ich Vorlesungen gehalten in Neurophysiologie für Elektrotechniker. Und das war die Zeit, als die ersten Computer aufkamen. Mein erster Computer, den ich verwenden konnte in der Neurophysiologie, das war ein CAT 4000, das war so ein blauer Kasten, den habe ich in Frankfurt am Flughafen abgeholt. Der hatte 4K-Kernspeicher, also 4000 Bits. Und das war eine Sensation, denn man konnte dann EEG-Spuren digitalisieren, halt nur 4 Sekunden lang, wenn man mit einer Millisekunde auflösen wollte, oder 2 Spuren nur 2 Sekunden lang. Aber man konnte dann immerhin schon mal kreuzkorrelieren. Bevor das war, habe ich das anders machen müssen. Ich musste für meine Doktorarbeit Kreuzkorrelationen rechnen zwischen EEG-Mustern aus der rechten und der linken Hemisphäre bei Tieren, deren Corpus callosum durchgeschnitten war. Weil Kreuzfeld wissen wollte, was das Corpus callosum macht, ob das synchronisiert oder welche Funktion das hat. Das war
technisch nicht möglich damals. Was wir gemacht haben, wir haben EEG geschrieben auf Papier, Spuren von der rechten Hemisphäre, Spuren von der linken Hemisphäre. Ich habe die dann mit der Schere durchgeschnitten, sodass ich die Spuren aus der rechten Hemisphäre gegen die Spuren von der linken Hemisphäre verschieben konnte. Das waren 2-3 Meter Papier. Habe dann die Nulldurchgänge markiert und habe mich dann hingesetzt und habe gezählt die Koinzidenzen. Dann habe ich die um einen Zeitschritt verschoben und das wieder gemacht. So haben wir damals cross-korrelieren müssen, weil es keine Rechner gab. Und dann kam dieser CAT-Sensation. Mit Mal konnte man 2 Sekunden automatisch korrelieren. War großartig. Und dann kamen die ersten Rechner auf und das hat dann diesen Sonderforschungsbereich Kybernetik enorm befördert, weil dann plötzlich Informatik wichtig wurde. Und ich denke, so bin ich in dieses Feld hineingedriftet, weil ich halt mit Leuten zu tun hatte, die ganz anders dachten. Und bestimmend waren Sommerseminare der Studienstiftung, die in der Elmau abgehalten wurden. Damals Elmau noch nicht Fünf-Sterne-Hotel, sondern damals anthroposophisch geprägtes Retreat-Zentrum, das die Akademia im Sommer oder in Zeiten, wo halt nicht zu viele Anthroposophen dort unterwegs waren, konnten wir Symposien machen. Und da hat der Hermann Haken seine Synergetik-Symposien abgehalten. Und da war ich 3, 4, 5 Mal da. Und da habe ich was gelernt über Selbstorganisation, über nichtlineare Dynamik, über die kreativen Möglichkeiten, die sich selbstorganisierende Systeme haben. Und irgendwie hatte ich damals schon die Intuition, naja, das passt mit dem, was im Gehirn passiert, eigentlich ganz gut zusammen. Und der Haken hatte natürlich diese Ideen sowieso. Also das waren so, glaube ich, die bestimmenden Einflüsse von damals, die mir nahegelegt haben, dass man, wenn man misst im Gehirn in diesem sehr komplexen System und weiß, dass man ein groteskes Undersampling macht, also von viel zu wenig Variablen gleichzeitig ableitet, und damals konnte man technisch ja nur von 1 oder 2 Zellen gleichzeitig ableiten, dass das ohne theoretische Ergänzung nicht gehen wird. Und das ist eigentlich geblieben. Ich habe eigentlich durchgehend in meinem Labor immer welche gehabt, die rechnen konnten. Ich bedauere sehr, dass ich das nicht gelernt habe damals und dass ich mit Differentialgleichungen nicht furchtbar viel anfangen kann. Ich habe es zwar ein bisschen im Gefühl, aber ich kann es nicht anwenden. Mittlerweile braucht man es nicht mehr so sehr, weil man es mit dem Rechner machen kann, aber immerhin, ich kann es nicht. Deshalb habe ich immer Theoretiker dabei, die wahrscheinlich auch profitiert haben davon, dass sie in einer Laborumgebung mit der Wirklichkeit konfrontiert worden sind, weil die Physiker sehr gewöhnt waren, mit relativ einfachen Modellsystemen umzugehen, und wenn das nicht hinter 5 Kommastellen hinter genau war, waren die unzufrieden. Da mussten sie lernen, dass die Natur halt sich um die Zahlen hinter dem Komma nicht so sehr kümmert. Und das führte letztlich auch dazu, dass wir das Frankfurt Institute of Advanced Studies gegründet haben. Es hat den gleichen Hintergrund, die Erkenntnis, dass die Biologie inzwischen so weit gereift ist, dass sie das machen muss, was die Physik machen musste, als die Experimentalphysik weit genug entwickelt war. Die brauchten eine theoretische Physik daneben, weil einer nicht beides im Kopf haben kann. Man kann nicht Experimentalist sein und gleichzeitig ausgefuchster Theoretiker. Und deshalb habe ich damals mit dem Walter Greiner dieses Frankfurt Institute of Advanced Studies gegründet. Ja, ich bin von München wegberufen worden 1981. Da war ich am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und hatte dort meine eigene Arbeitsgruppe und konnte mich aufgrund der Drittmittel, die ich von der DFG hatte, relativ selbstständig da bewegen. Bin dann nach Frankfurt berufen worden, wollte eigentlich nicht hierher, wollte eigentlich immer in München bleiben. Habe es aber dann später nie bedauert, das war wirklich ein wichtiger Wechsel für mich. Und kam dort in das bereits existierende Max-Planck-Institut für Hirnforschung,
dass der Rechtsnachfolger des Kaiser-Wilhelm-Instituts Berlin-Buch gewesen ist. Damals, als die Ostfront näher rückte, hatte Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft dieses dieses Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung, das war damals das größte weltweit, in viele Stücke zerlegt und nach im Westen verteilt. Da gab es dann Zweigstellen in Köln, in Gießen und in Göttingen. Und die wurden dann 1962 wieder gebündelt, im Wesentlichen aber die Neuropathologien und die Neurophysiologie. Und da wurde das Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt gebaut. Und in diesem Gebäude haben dann Hassler und Krücke, Krücke für die Neuropathologie, Neuroanatomie, Hassler für die Neurophysiologie, das Institut geleitet. Es gab dann noch Stefan, der war vergleichender Neuroanatom, der hat also Taxonomien gemacht, Hirn verglichen von verschiedenen Spezies. Das existierte dann von 62 bis 82 oder 81. Und damals hat dann die Max-Planck-Gesellschaft beschlossen, einen Paradigmenwechsel durchzuführen und ein Institut, das Institut neu auszurichten. Das wurde also formal geschlossen und dann wurden neu berufen der Heinz Wessel und ich. Und später kam dann noch der Heinrich Betz dazu für die Neurochemie. Wir wurden also klassisch ausgerichtet, Neurophysiologie, Neuroanatomie, Neurochemie. Das waren damals die Hauptdisziplinen. Und da haben wir dann sehr glücklich gelebt, alle drei, bis 2000 und, weiß ich nicht, fünf oder vier oder so. Als der Plan aufkam, das Max-Planck-Institut für Hirnforschung aus diesem Niederräder-Campus wegzunehmen und dort, wo es in die Klinik eingebettet war, und am Riedberg in den neu zu errichtenden Science Campus zu transferieren. Dort hatte ich dann schon vorher, ausgehend vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung, das Frankfurt Institute of Advanced Studies zusammen mit dem Greiner gegründet. Das gab es dann da schon, noch bevor das Max-Planck-Institut für Hirnforschung dahin gezogen ist. Die Max-Planck-Gesellschaft hatte überdies beschlossen, das Max-Planck-Institut für Biophysik aus diesen schönen alten Räumen in der Kennedy-Allee, das ist ein Schloss gewesen, zu entfernen. Eine Dependance war bei uns auf dem Campus, wo das Max-Planck-Institut für Hirnforschung stand, und das zu bündeln, auch an den Riedberg zu bringen. Dann gab es also zu dem Zeitpunkt am Riedberg schon das FIAS, dann das Max-Planck-Institut für Biophysik, und dorthin sollte jetzt auch das Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Und nachdem wir drei Direktoren schon in die Jahre gekommen waren, war klar, dass man uns jetzt nicht noch umsetzen würde, um uns dann da oben zu emeritieren, sondern man hat gesagt, gut, ihr macht da unten schon mal weiter und beendet das dann. Und wir bauen inzwischen schon das neue Max-Planck-Institut für Hirnforschung am Riedberg und berufen dort schon eure Nachfolger. Ich war da sehr traurig drüber, weil ich dachte, das ist schade, wenn so ein Grundlageninstitut aus dem Klinikcampus entfernt wird. Weil wir als Max-Planck-Institut für Hirnforschung unten immer noch sehr gute Kooperationen oder zunehmend gute Kooperationen mit den Kliniken hatten, mit der Neurologie und insbesondere mit der Psychiatrie, aber auch mit der Ophthalmologie über die Entwicklung des Sehvorgänge. Ich hätte also gerne da unten das Max-Planck-Institut für Hirnforschung behalten. Wir hatten auch schon mal Pläne, es zu erweitern, um unten bleiben zu können. Aber die Max-Planck-Gesellschaft hat sich anders entschieden. Und dann kam halt dieses ganz unglaubliche Geschenk von den Brüdern Strüngmann. Das hört sich an wie ein Märchen, aber es kam just in dem Zeitpunkt, als wir anfangen hätten müssen, das Institut unten schön langsam abzuwickeln und zu schließen, kam dieser Anruf, der mich in einer Tapas-Bar in Madrid erreicht hat, an meinem Geburtstag. Ich habe auf meine Kollegen gewartet, die mit mir feiern wollten. Und ich saß halt da schon und da klingelt mein Handy. Damals hatten die noch so Antennen oben dran. Da war Thomas Strüngmann am Apparat und hat gesagt, du hast mich mit dem Spitznamen von meiner Schule angeredet, weil ich ihn daher kannte.
als Erzieher habe ich ihn gekannt, also ich war sein Erzieher, der war wesentlich jünger als ich, den ich Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte, aber der hat sich aus also einem bestimmten Grund an mich erinnert, den kann ich erläutern, wenn Sie wollen. Und hat mich gefragt, ob ich ihm nicht ein Institut gründen will. Sie hätten jetzt durch den Verkauf von Hexal sehr viel Geld eingenommen und Sie wollten der Wissenschaft etwas zurückgeben von dem, was Sie von ihr bekommen hätten. Denn Sie wüssten, dass Sie nur aufgrund der wissenschaftlichen Fortschritte in der Lage waren, so eine Firma aufzubauen. Und dann hat er mir gesagt, ja, also wir haben jetzt gedacht, wir geben dir 100 Millionen und machst uns das. Und dann konnte ich mir nicht vorstellen, wie sowas gehen könnte. Und das, ach, diese Zahl war für mich unvorstellbar groß. Bin ich zurückgekommen vom Kongress und habe dann angefangen, mich zu informieren, was mache ich denn überhaupt mit diesem Angebot? Soll ich gleich sagen, nein, es geht nicht. Ich habe dann gedacht, na, vielleicht kann ich es ja für FIAS verwenden. Ich habe ja FIAS schon. Da haben die aber gleich abgewunken, haben gesagt, das ist schon zu etabliert, da sind schon zu viele Köche dran und nein, wir wollen was selber machen. Dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Ich wusste ja, was der Etat von meinem Institut war. Mir war klar, das muss ungefähr den gleichen Etat haben, die gleiche Größe haben, sonst fliegt es nicht. Und habe dann ziemlich schnell herausgefunden, das geht mit 100 Millionen nicht. Selbst mit den Zinssätzen damals hätte das den Ertrag nicht gebracht, den wir gebraucht hätten, um da durchzulaufen. Musste ich nach Canossa gehen und sagen, reicht nicht. Das ist sehr vermessen, wenn man an diese Summen denkt. Und dann haben die beiden Brüder gesagt, ja, wie viel brauchst du denn? Dann habe ich gesagt, naja, also alles, was wir jetzt so berechnet haben, würde auf 200 Millionen rauslaufen. Dann habe ich gesagt, na gut, und dann machen wir es so. Und dann war das nächste Problem, ich kann es ja nicht einfach auf die grüne Wiese stellen. Anders als eine Firma, die was produziert und sich im Markt dann bewähren muss, müssen wir in die Akademie eingebunden bleiben, irgendwie. Binde ich es an die Frankfurter Universität an? Nein, da hatte ich FIAS schon. Ich sollte nicht immer alles. Und dann dachte ich, naja, Max-Planck-Gesellschaft kenne ich, bin ich ja selber einer. Vielleicht wollen die uns. Und dann fingen diese relativ schwierigen Verhandlungen an mit der Max-Planck-Gesellschaft, weil wir die Bitte hatten, dass Max-Planck-Gesellschaft die Governance-Struktur übernimmt oder uns leiht und die Qualitätskontrolle übernimmt, das heißt also auch die Berufungen, und wir das finanzieren. Die Systeme passen nicht so gut zusammen. Und mein, oder ich muss sagen, der Wunsch der Gebrüder Strüngmann und nach meinen Illusionen oder Traumvorstellung war, die Flexibilität der privaten Finanzierung zu paaren mit dem Rigor der Scientific Quality der Max-Planck-Gesellschaft. Gab jede Menge juristischer Probleme in der Abstimmung, aber zum Schluss haben wir einen Kooperationsvertrag hingekriegt, der das Institut zu gründen erlaubt hat. Und da dachte ich mir, das ist ja wunderbar. Ich habe ja das Gebäude schon. Wir waren ja da glücklich drin. Dann machen wir doch einfach da weiter. Und dann stellte sich aber raus, ja, die Max-Planck-Gesellschaft musste dann natürlich einen Direktor berufen. Das ist dann im ganz normalen Max-Planck-Verfahren abgelaufen. Ich habe dann also einen Direktor bekommen. Und in dem Moment, wo der berufen war, bin ich abgetreten. War dann nicht mehr Gründungsdirektor und mir ist auch sehr deutlich gesagt worden, ich soll mich jetzt raushalten. Das sei es jetzt gewesen. Okay. Stellte sich aber dann ziemlich bald raus, dass wir in diesem Gebäude mächtig investieren müssten, wenn wir da aufwachsen wollen, weil halt von 1962 fast nichts mehr den Regularien entsprach, die jetzt gelten. Brandschutz war das Schlimmste. Dann haben wir, ja, dann bin ich mit Wiesbaden in Berührung gekommen und gesagt, ja, also wir müssen jetzt doch renovieren hier und das gibt aber unseren Daumen nicht her, ist auch nicht dafür vorgesehen, soll eigentlich. Und nachdem das Institut jetzt hier ist, wir können es ja auch in München machen, da wäre es für die Brüder angenehmer, weil die dort auch steuerlich veranlagt sind und so,
können wir es auch der Martinsried tun. Und dann hat Koch damals gesagt, naja, ein bisschen was können wir ja schon für euch tun. Wir tun ja auch für Max-Planck-Institute was, wenn wir welche ins Land ziehen können. Und ich helfe euch beim Renovieren. Aber weil ich Staatsmittel einsetzen muss, müssen wir euch schon schätzen lassen. Und dann kamen Leute von so einer Firma, die haben unsere Wände angebohrt, unsere Leitungen durchgeschnitten und angeschaut. Und dann haben wir gesehen, dass praktisch alle Wasserleitungen arteriosklerotisch sind, Riesenablagerungen hatten, dass der Brandschutz von vorne und hinten überhaupt nicht mehr eingehalten werden kann. Und die haben uns dann eine Rechnung vorgelegt und haben gesagt, also 40 Millionen wird es kosten, wenn wir das herrichten wollen. Hätte für uns bedeutet, wir hätten Arbeiten aufhören müssen, das hätte entkernt werden müssen. Was tun in der Zwischenzeit? Wir waren ja unterwegs. Und dann bin ich mit dem Andrea Strüngmann nochmal zu Koch. Ich habe gesagt, also, das ist die, mit so 5-6 Millionen Palliativreparaturen kommen wir da nicht hin. Und dann habe ich gesagt, naja, und wir haben in der Zwischenzeit im Hintergrund schon angefangen zu rechnen, könnten wir den vielleicht neu bauen? Was würde denn dann passieren? Und da kam er raus und gesagt, wenn wir wirklich so bauen, wie Privatwirtschaft baut, schnell und unter Einhaltung aller Regularien, müssen wir mit 30 Millionen hinkommen. Ja, hat Koch den Kopf geschüttelt und gesagt, wie soll ich denn das in meinen Etat reinbringen? Also es waren schwierige Monate, wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und dann rief mich kurz vor Weihnachten der Finanzminister an, ich glaube, es war damals Schäfer, und sagt, Herr Singer, wir haben jetzt gerade 30 Millionen im Etat übrig. Würde Ihnen das reichen? Und dann habe ich gesagt, ja, nichts wie her damit. Und so hatten wir plötzlich 30 Millionen, um neu zu bauen. Und wir haben dann, glaube ich, nochmal 5 Millionen drauflegen müssen. Und haben dann dank des Bauleiters, der Gebrüder Strüngmann, der den die ganze Firma gebaut hat, jemanden in der Bauaufsicht, der dafür gesorgt hat, dass das wirklich zügig vorangeht. Und wir sind im Kostenrahmen geblieben und im Zeitrahmen. Wir hatten innerhalb von 2 Jahren das Institut gebaut. Wir haben das um das Alte rumgebaut. Es gibt eine schöne Aufnahme, das ist bis auf 20 Zentimeter dran gebaut worden, weil wir nicht viel Platz hatten. Und dann konnten wir trocken umziehen vom Alten ins Neue und haben dann das Alte abgeknabbert. Und so ist das entstanden. Jetzt haben wir es. Das Interessante fand ich, was meine Biografie anlangt, war, das waren die goldenen Jahre, gar keine Frage. Also ich hatte ein Labor, ich hatte Mitarbeiter, die waren samt und sonders besser als ich selber. Das ist übrigens ein Rezept, das ich jedem empfehlen kann. Nimm bessere Leute als du selber und lass sie machen. Das ist das Beste, was man machen kann. Und ich hatte wirklich fantastische Mitarbeiter. Die habe ich mir zum Teil aus den Sommerseminaren der Studienstiftung gepickt. Die haben dann wieder Freunde gehabt und so. Das waren immer wunderbare Menschen. Und wir waren ja eigentlich angetreten mit dem, was ich in München schon angefangen hatte. Ich hatte in München gemerkt, das System ist zu kompliziert, um untersucht zu werden mit den Methoden, die wir damals hatten, einzelne Zellen abzuleiten. Man dachte, naja, aber wenn ich die Entwicklung von dem System untersuche, dann kriege ich vielleicht raus, nach welchen Prinzipien das System strebt. Und vielleicht kann ich dann rauskriegen, wie es funktioniert. Und habe dann angefangen, Entwicklungsneurobiologie zu machen. Einfluss früher Erfahrung auf Hirnfunktionen. Und mit der Agenda bin ich auch nach Frankfurt gekommen und wir haben das dann hier schön ausbauen können, weil ich wirklich mit gezüchteten Tieren arbeiten konnte. Die konnte ich die ganze Ontogenese verfolgen. Wir konnten auch menschliche Entwicklung machen, indem wir Babys untersucht haben. Und dann war halt, und wir waren dann recht erfolgreich auf dem Gebiet. Das hat gut funktioniert. Wir haben am Ganztier untersucht, wir haben an Hirnschnitten untersucht, also plastische Phänomene. Und das hat alles sehr schön zusammengepasst. Wir haben also vom Tisch, von der Gewebe, von Hirnschnitten über die jungen Tiere bis hin zum Menschen eigentlich alles machen können. Und das war wirklich fantastisch. Wir hätten das eigentlich weitermachen sollen. Hätte ich mir viel Kummer erspart. Aber wir haben im Laufe dieser
Untersuchungen habe ich halt diese Oszillationsphänomene entdeckt, diese Synchronisationsphänomene, zufällig, nicht danach gesucht. Und das schien mir aber dann doch so interessant, dass ich mit der Zeit die ganze Abteilung in diese Richtung gedreht habe. Da gab es eine Übergangsphase, da habe ich, wenn ich eingeladen war, einen Vortrag über die Dynamik gehalten und dann anderen über die Entwicklung. Und die haben gesagt, das ist der gleiche. Irgendwie passt das doch gar nicht zusammen. Und naja, es ging damals darum, rauszukriegen, was passiert, wenn ich ein Auge abdecke und das andere dann übernimmt. Das bildet eigentlich das nach, was bei Menschen, bei Kindern passiert, wenn die Amblyop werden, schielen oder Hornhautprobleme haben in der frühen Kindheit. Das war also durchaus mit einem anwendungsbezogenen Aspekt gemacht worden damals. Und wir wollten wissen, wie schnell geht das eigentlich? Was passiert dann in den Neuronen? Also müssen wir das möglichst in Echtzeit irgendwie abbilden und gleichzeitig aber viel neuronale Aktivität bekommen von wachen Tieren. Und das gab es damals noch nicht so. Und ich habe dann zusammen mit der Laurence Mioche, das war eine Doktorandin aus Frankreich, haben wir angefangen, kleine Platin-Iridium-Drähte, die Teflon isoliert waren, in die Großhirnrinde von kleinen Kätzchen zu implantieren. Das wurde natürlich in Narkose gemacht, aber wir hatten dann so ein Dutzend solcher kleinen Drähte in die Großhirnrinde implantiert, festgeklebt mit Gewebekleber, mit dem Stecker verbunden, wieder zugemacht und hat den Tieren überhaupt nichts ausgemacht. Die sind wunderbar integriert in ihre kleine Familie, mit hat also winzigen Stecker da im Kopf, das hat aber niemanden gestört, sie selber auch nicht. Und so konnten wir am wachen Tier rezeptive Felder, also Antworteigenschaften von Cortex-Neuronen haben und das über viele Tage, manchmal sogar Wochen, solange halt es stabil geblieben ist. Und damit wir wissen können, worauf die Neuronen reagieren und auf welches Auge, haben wir diese kleinen Kitten, die kleinen Kätzchen, in die Hängematte gelegt. Da sind sie dann also drin gesessen und haben einen Schirm aufgebaut davor, auf dem Muster dargeboten worden sind. Waren Gittermuster, die hat man halt benutzt, um die Orientierungsselektivität der Neuronen rauszukriegen und wir konnten dann durch wechselseitiges Abdecken der Augen rauskriegen, auf welches Auge die reagieren. Und konnten so verfolgen, wie die angefangen haben, auf das offene Auge immer besser zu reagieren und auf das geschlossene immer weniger. Und dann konnte man das umdrehen und das waren wunderbare Untersuchungen. Und hat auch viel Spaß gemacht mit den kleinen Kerlen. Die saßen da und die fanden das immer spannend. Und manchmal sind sie aber eingeschlafen und dann mussten wir uns hinter den Schirm stellen und mit Papier knistern, Zellophanpapier knistern. Und das fanden sie interessant, haben sich die Ohren gespitzt und haben dann wieder geguckt. Und es war mal in der Früh, und den Tag werde ich natürlich nicht vergessen, haben wir wieder so eins hingesetzt und angesteckt und es kam nichts, es gab keine Zellen an den Elektroden. Große Enttäuschung und die Frage war, was ist passiert? Sind die Drähte abgebrochen? Sind die Kontakte schlecht? Und dann dachte ich mir, naja, wenn die Drähte noch da sind und die Kontakte gut sind und nur die Spitzen vielleicht nicht an irgendwelchen Zellen dran, dann müsste ich ja doch wenigstens ein EEG ableiten können. EEG war damals kein sehr begehrtes Signal. Einzelzellen musste man haben. Und deshalb hatten wir auch die Filter so eingestellt, dass wir immer nur die Spikes hören konnten und nicht die Feldpotenziale, das Langsame. Und dachten, ja, aber das müsste man wenigstens sehen und habe die Filter rausgedreht, sodass ich diese niederfrequenten Sachen auch sehen konnte am Oszilloskop. Und weil die Lautsprecher noch an waren, weil wir ja eigentlich Aktionspotenziale hören wollten, haben die das übertragen, was da zu sehen war, nämlich brrrr hat das gemacht, so wie ein Außenbordmotor in der Frequenz. Wir gucken auf das Oszilloskop und sehen das, diese hochfrequenten Schwingungen und wussten nicht, was wir damit anfangen sollten. Das hat man nie gesehen und nie gehört und es war ziemlich schnell klar, das hatte nichts mit dem Gittermuster zu tun, das war selbst erzeugt. Es war nicht induziert von außen und was besonders aufregend war, wir hatten die Elektroden ja weit verteilt da drin, dass
diese Dinger synchron waren über große Entfernungen, also ein paar Millimeter Cortex-Entfernung. Ja, was machen wir damit? Und dann hatte ich schon gelesen damals, dass es im Bulbus olfactorius sowas gibt. Jedes Mal, wenn, das war ein Kaninchen, jedes Mal, wenn das Kaninchen schnuppert, dann gibt es ein efferentes Signal, das dafür sorgt, dass im Bulbus olfactorius eine 30 bis 40 Hertz Oszillation entsteht. Und was das bedeuten soll, war unklar, aber es war jedenfalls klar, dass es da gibt. Und da wurde der Gamma-Rhythmus zum ersten Mal beschrieben von Adrian. Hat in dem Bulbus olfactorius diese EEG-Signale abgeleitet gehabt damals und hat die auch schon Gamma-Rhythmus genannt. Und die traten immer auf beim Schnuppern, beim Einatmen, also beim Sampling. Und das wusste ich aus irgendeinem Grund, habe ich irgendwo mal mitgekriegt auf einem Kongress. Und dann habe ich ein Foto gemacht von diesem Ding. Damals haben wir ja Polaroid-Fotos machen müssen oder Tonbandaufnahmen, um die Daten zu konservieren. Habe das fotografiert und dann habe ich hinten drauf geschrieben oder vorne drauf geschrieben: We discovered the visual sniff. Dann habe ich das ans Reck gehängt und ja, das war es dann. Und dann kam wenige Monate später, kam der Charlie Gray aus Houston zu mir. Der wollte eigentlich mit mir Plastizität machen, Entwicklungsneurobiologie, um als Postdoc. Und der hatte im Bulbus olfactorius gearbeitet, mit einem Kollegen in Houston. Und hatte, weil man da eben dieses Sniff-Muster sieht, so ein bisschen Auswerteroutinen schon programmiert, wie man Frequenzanalysen macht und sowas. Das hatte der. Der kam und ich habe dem Charlie das gezeigt und habe gesagt: So, Charlie, wir haben was entdeckt, was da im Bulbus olfactorius offenbar ja auch schon da ist. Wollen wir nicht lieber dem nachgehen, als jetzt wieder die Versuche machen zur Plastizität? Und dann hat der Charlie gesagt: Naja, eigentlich würde ich lieber was machen, was für meine Postdoc-Zeit wirklich Früchte verspricht. Das andere, das lief, da war klar, das würde gehen. Aber nachdem man die Sachen hatte, in der Software wenigstens, sag ich, na gut, also jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen an. Und nachdem wir das mal hatten, das nächste Kätzchen hat danach wieder Spikes geliefert, haben wir das natürlich gesucht und gesagt, ist es auch bei jemand anders noch da? Ja, war genauso da und da hatten wir auch noch die Aktionspotenziale und haben gesehen, die sind stark synchronisiert mit diesen Oszillationen. Und dann haben wir angefangen, die Spikes miteinander zu korrelieren und haben gesehen, auch das ist synchron und so. Und dann haben wir schon das Gefühl gekriegt, naja, das könnte was Interessantes werden. Und dann haben wir das verfolgt und dann ja, nahm das mit den Entwicklungsstudien immer mehr ab und das andere hat immer mehr zugenommen. Und zum Schluss war ich dann mit den fälschlicherweise mit Oszillationen identifiziert, wo es doch eigentlich im Grunde auf das synchrone Feuern ankommt. Also das Oszillieren ist an sich kein Signal, sondern das ist ein Epiphänomen von etwas, was da drunter liegt. Naja, und dann bin ich halt immer mehr mit dem identifiziert worden und natürlich auch immer mehr damit geprügelt worden, wie es halt immer ist. Gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen für das gleiche Phänomen. Lange ist das Phänomen überhaupt nicht geglaubt worden. Es war interessant, als ich das publizieren wollte, dann mit dem Charlie, das klappte nicht. Nature hat es nicht wollen, Science hat es nicht wollen, PNS hat sich geziert. Es hat erst geklappt, als wir ein altes Foto von Hubel und Wiesel, das hat man abfotografiert als einer der Publikationen, und haben das vergrößert und da sind diese Pakete drin, die mit 40 Hertz kommen. Auf einen dieser Reize, die damals gegeben haben, das waren wahrscheinlich so bewegte Balken oder so. Und das haben wir mit beigelegt und haben gesagt, also nicht nur wir, sondern auch schon 15 Jahre vorher, Hubel und Wiesel, hatten das drin in ihren Daten. Die haben es bloß nicht gesehen, weil es halt komprimiert war. Da haben wir es untergebracht.
Christoph von der Malsburg war, wir waren eng befreundet, hat damals einen Lehrstuhl angeboten bekommen in University of Southern California in Los Angeles. Hatte aber eine Arbeitsgruppe hier und wusste nicht, wohin mit denen. Die wollten nicht darüber. Und da habe ich gesagt, gut, die nehme ich und tue es bei mir ins Institut. Das war ein Leiter Theoretiker. Und wir haben enorm viel damals diskutiert über das Cocktailparty-Problem, über Bindungsprobleme, über Szenensegmentierung und so. Also mir waren diese Probleme bekannt, dass man wirklich nur wahrnehmen kann, wenn es einem erstmal gelingt, eine Szene zu segmentieren und das, was zusammengehört, miteinander zu kopieren und abzugrenzen vom Hintergrund und von anderen Objekten. Und der Christoph hatte damals vorgeschlagen, man kann den Cocktailparty-Effekt oder das Cocktailparty-Problem dadurch lösen, dass man die Sprecher multiplext. Also wenn die ganz synchron sprechen, dann würden die miteinander verschmelzen. Man könnte die nicht unterscheiden, aber wenn die sprechen, die immer leicht phasenverschoben miteinander sprechen, dann kann ich mich auf die eine Phase einstellen oder auf die andere. Also multiplexen. Und im Grunde ist das so eine Bindung in der Zeit und nicht im Ort. So, das ist der Gedanke. Und als ich diese Signale gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, ich wusste damals schon, wenn zwei Neurone zeitgleich aktiv sind, dann wird das Zielneuron davon beeinflusst, ob die jetzt zack, zack machen, hintereinander, oder ob sie das gleichzeitig machen. Wenn sie es gleichzeitig machen, ist der Effekt sehr viel größer, weil die synaptischen Potenziale nicht linear summieren. Und Neurone sind Koinzidenzdetektoren, das wusste ich schon vom Reichhardt und so, und das war klar. Also war mir klar, wenn etwas synchron daherkommt, dann wird es von der auslesenden Struktur anders bewertet, als wenn es asynchron daherkommt. Also Synchronizität ist ein Signal oder verstärkt die Salienz von Antworten, genauso wie es eine Ratenerhöhung machen würde. Das war mir damals schon klar, war ja Basic Neurophysiology. Und als ich gesehen habe, dass sich Neurone, die weit auseinander liegen, ihre Entladungen mit Millisekundenpräzision synchronisieren und das vorwiegend dann tun, wenn sie von einer kontinuierlichen Kontur erregt werden, also einem langen Lichtbalken, und das viel weniger tun, wenn sie von zwei Segmenten aktiviert werden, und noch viel weniger tun, beziehungsweise gar nicht mehr tun, wenn sie so aktiviert werden, lag es natürlich nahe zu sagen, naja, das Synchronisationsverhalten spiegelt ja Gestaltkriterien für Gruppierung wider. Bei der langen Kontur wird alles verbunden. Und wir haben gesehen, ja, die sind auch alle synchron untereinander, die machen brrt, miteinander. Dass das zusätzlich auch nur oszilliert, ist in dem Kontext gar nicht so wichtig. Das konnte man verwenden, weil wenn viele zusammen synchron oszillieren, dann produzieren sie diese Feldpotenziale. Und dann können sie auch das Feldpotenzial nehmen als Hüllkurve um die Antwort von vielen Neuronen und brauchen nicht jeden einzelnen anpieksen. Aber zu mehr ist es nicht gut. Und so, das haben wir auch benutzt. Wir haben dann korreliert die Entladung hier mit dem Feldpotenzial da und so Sachen. Aber im Grunde kommt es darauf an, dass die synchron feuern. Ob sie das lang machen oder kurz machen oder periodisch machen oder aperiodisch, spielt überhaupt keine Rolle. Zusammen müssen sie es machen. Und wir hatten halt gesehen, ja, die tun das, wenn sie über eine gemeinsame Konturgrenze erregt werden. Die tun das, wenn die Bewegung kohärent ist, aber sie tun es nicht, wenn es so ist. Das heißt, so ein halbes Dutzend Gestaltkriterien beschreiben genau das Synchronisationsverhalten der Neurone oder umgekehrt. Dann haben wir gesagt, naja, dann ist das vielleicht ein Signal, das relativ früh im visuellen System erzeugt wird, parallel zu den Ratenerhöhungen und eine andere Botschaft verkündet, nämlich wir Synchronen gehören zusammen. Und natürlich müssen die auch Raten machen, sonst merkt man ja nichts.
Aber eine Rate alleine und eine Rate alleine hier, die nicht synchronisiert sind, würden denen oben sagen, wir haben beide was Interessantes hier in unseren rezeptiven Feldern, aber keine Relation. Und da haben wir gedacht, naja, ist ein relationaler Code. Und dann haben wir, und da hingen noch die Entwicklungsstudien nach, das war so schön. Sowas kriegt man ja nur in rekurrierend gekoppelten Netzwerken. Und ich wusste damals und ich war immer noch schon sehr früh davon überzeugt, dass der Cortex ein rekurrierend gekoppeltes Netzwerk ist. Und da hatte ich schon aus dem Sonderforschungsbereich Kybernetics so ein paar Ideen mitgekriegt von den anderen, dass diese Dinge dynamisch sind, dass die zeitlich koordinieren können. Dann war die Anatomie inzwischen auch schon klar. Ich erinnere mich an ein Treffen in Boston. Da hat der Janos Centagotai, der hat damals Golgi-Färbungen gemacht. Neurone aus der Serie, der Katze, glaube ich, war das gezeigt. Die Kollateralen hatten, die 1-2 mm tangential zu den Schichten gelaufen sind. Und im Auditorium saßen Hubel und Wiesel. Und haben gesagt, Janosch, das kann nicht sein. Also funktionell haben die auf gar keinen Fall eine Bedeutung, denn die rezeptiven Felder, die wir messen, haben die und die Größe und ein Axon, das so weit wegläuft, das geht ja ganz woanders hin. Und wir sehen nie solche Ferneffekte. Das klassische rezeptive Feld, aber das nicht-klassische war noch nicht entdeckt. Und die haben das einfach geleugnet. Wahrscheinlich hat es mechanische oder trophische Bedeutung oder so. Kurz und gut, als wir da dran waren, dann viele Jahre später, war klar, es gibt diese horizontalen Verbindungen, das Netzwerk ist rekurrierend gekoppelt. Ja, dann hat man die Idee, wenn dieses Synchronisieren dadurch entsteht, dass Neurone, die gleichen rezeptiven Felder haben, häufig zeitgleich in der Ontogenie, also in der frühen Entwicklung, zeitgleich aktiviert werden. Dass die Hebsynapsen da funktionieren, wusste man schon um die Zeit. Dass auch die oberflächlichen tangentialen Verbindungen Hebsynapsen haben, wusste man als mit Slice arbeiten. Also wir mussten eigentlich hübsch viel schon. Dann muss eigentlich folgen, dass Neuronen, die Merkmale kodieren, die in der Natur häufig zeitgleich vorkommen oder miteinander vorkommen, ihre Verbindungen, ihre reziproken Verbindungen verstärken, ja? Weil die häufig zeitgleich erregt werden. Und dann habe ich mit der Sigrid Löwel und später mit der Kerstin Schmidt, aber die Sigrid Löwel war damals für die Oxyglucose-Studien zuständig. Wir haben Entwicklung von funktionellen Kolumnen im Kortex untersucht. Wir wollten wissen, wann die sich ausprägen. Und haben dazu Deoxyglucose gemacht als Aktivitätsmarker, haben diese Karten erstellt und konnten auf diese Weise und später danach mit Optical Recording von Intrinsic Signals, also eigentlich im Boltsignal messen, die topografischen Karten des kolumnären Systems in unseren Schnitten haben. Wir konnten im Hirn sehen. Und dann konnten wir durch Injektion von Tracern in diese Kolumnen, wir wussten ja dann, wo die sind, die axonalen Projektionen nachverfolgen. Wir mussten dann die Tiere zeitlang überleben lassen, dann Schnitte anfertigen und dann schauen, wie diese Verbindungen mit den funktionellen Karten übereinstimmen. Und haben gesehen, wenn wir Tiere im Dunkeln aufziehen, ist das random. Gibt es bestimmte Entfernungsgradienten, aber im Wesentlichen wachsen die radial aus. Wenn die Tiere aber strukturierte Erfahrung haben, also Erfahrung mit der konturierten Umwelt, dann werden diese Verbindungen hochselektiv und verbinden nur noch Neurone, deren rezeptive Felder oder Merkmalsensitivität entspricht natürlich auftretenden Korrelationen. Das kann man dann einfach nur manipulieren, indem man die Tiere in einer begrenzten Umwelt aufzieht, in der nur ganz bestimmte Kontingenzen vorkommen. Wir wussten also, wir kriegen eingeprägt in das Netzwerk dieser reziproken Kopplungen, in die Gewichtsverteilung, kriegen wir die Statistik der Umwelt übersetzt. Und das drückt sich natürlich dann im Synchronisationsverhalten aus.
Das ist einfach bestimmt durch die Anatomie. Dann dachte man eigentlich, ja, das wäre es jetzt. Also zumindest für die einfachen Gestaltkriterien kann das die primäre Sehrinde schon machen. Und daran glaube ich eigentlich eher immer noch. Und dass das Prinzip dann wiederholt wird in den höheren Schichten, das glaube ich auch, weil die genauso aufgebaut sind, die höheren Areale wie die niedrigen. Die haben über unterschiedliche Mappings, über unterschiedliche Konvergenz und Divergenz der Fasern, gucken die nach anderen Merkmalen. Aber die Korrelation zwischen den Merkmalen und die plastischen Verbindungen existieren da genauso, das hat bloß noch niemand untersucht. Nach welchen Kriterien die jetzt die Kontingenzen festlegen. Agenda für die Zukunft. Ja. Ich war natürlich durch das Leben auf diesem sehr stark vom Katholizismus geprägten bayerischen Dorf mit der spirituellen Welt sehr vertraut. Mein Großvater war Hauptschullehrer, der hat Gottesdienst Orgel gespielt, meine Oma hat Sopran gesungen und wir sind im Mai abends immer zu diesen Maiandachten gegangen, die unglaublich emotional beladen waren. Lange Spaziergänge durch die Natur und dann irgendwo ein Kapellchen und dann wurde da mehrsternig die Grüße gesungen und solche Dinge. Das hatte also durchaus diese transzendentale Dimension, die war allgegenwärtig, auch in dieser wunderbaren bayerischen Natur. Das hat mich sicher geprägt und dann der naturalistische Ansatz meines Vaters, der ja nur wirklich hinlangen musste und Wunden nähen und Brüche reparieren, da waren diese zwei Welten, haben friedlich koexistiert. Warum ich mich für die Naturwissenschaften entschieden habe? Wahrscheinlich, weil ich immer sehr, sehr gern gebastelt habe. Mein Zimmer zu Hause, aber dann auch später im Internat, da konnte ich es nicht so frei gestalten. Mein Zimmer zu Hause sah wie ein Labor aus. Ich hatte Stromquellen, ich habe erste Radios gebastelt, als die Transistoren aufkamen und wunderbare Segelflieger, die ich dann versucht habe, funkfern zu steuern, was meistens misslungen ist, weshalb sie dann entkommen sind. Also ich habe sehr gern gebastelt, einfach weil es mir Spaß gemacht hat, was zu erzeugen. Bin auch Schreinergeselle. Wir mussten damals im Internat, weil es damals keine Möbel gab, als ich dorthin kam, alle in Handwerker lernen, entweder Schlosserei oder Schreinerei. Ich habe mich für Schreinerei entschieden und habe dann auch eine Gesellenprüfung machen müssen. Und mein Gesellenstück, das steht hier irgendwo da hinten, ist ein Tischchen mit Einlegearbeit. Also ich habe immer gern manuell gearbeitet und das ist mir auch im Labor zugute gekommen, weil ja experimentelles Arbeiten ist ständiges Improvisieren und mit den Händen was machen. Ich bin nicht spirituell. Ich bin kein meditierender Mensch. Ich mache das nicht. Ich habe es dann mal 10, 14 Tage ausprobiert in so einem ganz strengen Zen-Regime, nachdem ich mit dem Mathieu Ricard, mit diesem buddhistischen Mönch zusammengekommen bin, weil ich wissen wollte, was das macht. Aber ich bin schon eher ein sehr stark naturalistisch orientierter Grundlagenforscher geworden und geblieben. Weshalb mich umtreibt die Frage, wie das eine mit dem anderen koexistieren kann. Das ist eigentlich, was mein Problem ist. Aber ich würde mich nicht als spirituellen Menschen bezeichnen. Ja, mich hat ein Kongress nach Chile geführt in der Zeit, als Pinochet dort am Ruder war. Und dort habe ich Maturana und Varela kennengelernt. Mich auch ein bisschen mit denen angelegt. Das war die Zeit, in der ich Entwicklungsneurobiologe war. Und
wusste, wie stark prägend Umwelt auf Hirnfunktionen einwirkt, und zwar nachhaltig. Und das passte nicht so ganz mit dieser radikal-konstruktivistischen Position zusammen, dass das Gehirn sich die Welt zurechtlegt und alles interpretiert aufgrund seiner eigenen Vorgaben. Ich hatte immer das Gefühl, ja, das ist schon im Prinzip richtig. Wahrnehmung ist konstruieren. Das haben auch schon die alten Psychophysiker aus dem 19. Jahrhundert gewusst, 20. Jahrhundert. Aber vieles von dem, was das Gehirn dann ausmacht und viele der Kriterien, die im Gehirn verankert werden in der Verschaltung, sind halt durch Erfahrungen mit der real existierenden Umwelt eingespeichert, eingeschrieben worden. Also beides. Ich bin immer einer, der Kompromisse gerne mag. Habe aber dann Francisco Varela, als ich sah, unter welch schwierigen Bedingungen die dort leben mussten, es gab da noch Ausgangssperren und es war halt ein totalitäres Regime, angeboten, nach Frankfurt zu kommen. Ich hatte da ganz frisch angefangen. Ich war, glaube ich, ein oder zwei Jahre da, hatte auch noch genügend Ressourcen. Und dann kam er mit seiner Familie und wir haben zwei Jahre lang zusammengearbeitet, Experimente gemacht. Unter anderem, um Franciscos Idee experimentell zu überprüfen, dass etwas, was im Gehirn berechnet wird, in die Peripherie geschickt wird, um dort festzulegen, was von dem, was von der Sensorik angeliefert wird, auf welche Weise weiterverarbeitet werden soll. Also dieses von innen nach außen gerichtete, aktive Abfragen von sensorischer Evidenz. Heutzutage nennt man das Active Sensing. Und die Autopoiesis-Idee von Varela oder Maturana war natürlich, das Gehirn hat die Initiative, das Gehirn hat enorm viel Vorwissen über die Konfiguration der Welt und legt sich die Welt dann zurecht. Und nachdem Francisco schon in der Zeit, in der er mit mir in Frankfurt war, er ist dann anschließend nach Paris gegangen, an die École Normale Supérieure und an die Salpêtrière und hat dort Karriere gemacht, haben ihn buddhistische oder fernöstliche Weisheiten interessiert. So sehr, dass er, über welche Vermittlung weiß ich jetzt nicht, irgendwann mit dem Dalai Lama zusammenkam. Und der Dalai Lama war oder ist ein sehr neugieriger Mensch und hat über den Heinrich Harrer, der damals im Zweiten Weltkrieg plötzlich in Indien persona non grata war als Deutscher in dieser englischen Besatzungs- oder Kolonie, nach Tibet geflohen ist und sozusagen der Ziehvater dieses kleinen Dalai Lama geworden ist. Der lebte im Potala-Palast und hat dem Dalai Lama mit westlicher Technik in Berührung gebracht, mit Filmapparaten, mit Autos, mit Motoren. Und das hat das Interesse vom Dalai Lama geweckt, dass es da jenseits dieser spirituellen Welt auch noch eine ganz andere gibt. Und hat dann wahrscheinlich basierend auf dieser geweckten Neugierde in Dharamsala angefangen, Konferenzen zu organisieren zwischen Philosophen aus dem östlichen Kreis, im Wesentlichen waren das tibetanische Buddhisten, würde ich vermuten, und Wissenschaftlern aus dem Westen. Und diese Treffen hat der Francisco Varela moderiert, begleitet, initiiert, dann erweitert. Das waren dann nicht nur Neurobiologen, sondern da kamen dann auch Astrophysiker und Quantenphysiker zusammen und Anthropologen, Entwicklungsbiologen. Der Dalai Lama hat sich informieren lassen, was die Westler zu wissen glauben und ob das zu dem passt, was durch Introspektion, durch Meditation über die Conditio Humana erforscht werden kann. Ein hochinteressantes Projekt damals, epistemisch faszinierend. Und da war der Francisco Varela instrumentell. Und aus diesen Dialogen hat sich dann diese Mind and Life Geschichte entwickelt, die dann in Amerika zum Hype wurde und dann wurden plötzlich alle Buddhisten und jeder hat geglaubt, irgendwas davon zu verstehen. Und dann gab es später eine Dependance Mind and Life Europe, mit der bin ich immer noch ein bisschen engagiert gewesen oder immer noch. Kurzum, das war ein Weg in diese Welt. Der hat mich fasziniert. Ich habe auch gesehen durch meinen eigenen Versuch, Selbstversuch, wenn Sie so wollen, dass das was macht. Dass man da in der Tat
auch innerhalb von 14 Tagen, wenn man das streng macht, das waren 8 Stunden am Tag vor der weißen Wand sitzen und kein Blickkontakt, kein Sprechen und so, das 14 Tage lang ist eindrucksvoll. Macht also was und dann habe ich den Matyrika kennengelernt über meine Töchter. Die haben in London ein Symposium organisiert, ganz in kleinem Rahmen, gesponsert von der Ehefrau von Sting. Die war damals vielleicht auch buddhistisch unterwegs, weiß ich nicht. Und da traf ich den Matyrika. Die kannten den von der früheren Reise nach Nepal. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten, aber das hat noch nicht gezündet. Damals ging es schon um, ich glaube, es ging um Synchronisation, Harmonie und so etwas esoterische Begriffe. Und dann starb Francisco Varela am Leberkarzinom nach einer Transplantation. Und es gab ein Gedenksymposium für den Francisco. Und zu dem wurde ich eingeladen, einmal weil ich den Francisco gut kannte und zum anderen, weil damals behauptet wurde, bei meditierenden Mönchen treten Gamma-Oszillationen auf, wenn die sich in einen ganz bestimmten Zustand hineinversetzen. Richard Davidson in den Staaten hatte solche Daten publiziert. Will ich jetzt nicht qualifizieren, gibt es Probleme mit. Kurz und gut, ich war auf diesem Symposium und da war auch der Mathieu Ricard wieder. Und der seinerseits schon mit dem Dalai Lama enge Verbindungen hatte, weil er immer die französischen Auftritte vom Dalai Lama übersetzt hat. Denn der Mathieu kann tibetisch. Und da haben wir angefangen miteinander zu reden und entdeckt, ja, das wäre doch ganz interessant, nachdem der Mathieu Ricard schon sehr viel Erfolg hatte mit einem Buch, ein Dialogbuch, das er mit seinem Vater, dem Philosophen, geschrieben hatte. Da hat man, probieren wir das mal und schauen, was da passiert, wenn man einen Neurobiologen mit so einem buddhistisch erfahrenen Mönchen koppelt. Vor allen Dingen einen, der naturwissenschaftliche Sprache sprechen kann. Der Mathieu Ricard hat ja Molekularbiologie studiert und dann am Institut Pasteur promoviert. Der wusste also, was Naturwissenschaften sind. Ja, und dann haben wir da über viele Jahre uns immer wieder getroffen und geredet. Und so habe ich auch mehr Einblick in die Werkstatt dieser Meditationskultur bekommen. Das war schon faszinierend. Es gibt jetzt, in Kürze wird eine Biografie, auf Französisch gibt es schon, von Mathieu Ricard erscheinen, für den, wer sich interessiert. Es wird dann in Englisch übersetzt werden zunächst. Ja, und die dritte Schiene, warum Vatikan? Das hatte eigentlich überhaupt nichts mit meiner Spiritualität zu tun. Also das erste ja auch nicht, das war Neugier. Otto Kreuzfeld war Mitglied der Akademie und auch Janosch Szentagutaj, die mich beide gut kannten. Und dann starb Kreuzfeld viel zu früh. Und auch Janosch Szentagutaj ist irgendwann verschwunden. Und dann hat die Akademie das Problem gehabt, sie brauchen einen Neurobiologen und sie brauchen einen aus dem europäischen Kreis, weil die auch regional sehr verschieden besetzt sein wollen. Inzwischen übrigens auch Gender-Kriterien gelten lassen. Und dann ist irgendjemand drauf gekommen, mich da hineinzuwählen, offenbar. Und das war dann, plötzlich rief mich so ein Nuntius an aus Berlin oder Bonn damals noch und fragte, ob ich da in diese Akademie kommen wolle. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin kein praktizierender Katholik. Ich habe meine eigenen Vorstellungen dazu und das passt vielleicht nicht so ganz gut. Ich habe gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Sie sind da als Wissenschaftler gefragt und diese Akademie ist nicht, und das stimmt auch, in keiner Weise gebunden an irgendwelche vatikanischen Vorgaben. Das heißt, also, die ist völlig orthogonal zu dem, was dort passiert. Es ist gut, dann bin ich da hineingeraten und war dann nicht ganz unproblematisch, weil ich auch immer mit der Giordano Bruno Stiftung geflirtet habe natürlich. Wurde dort auch dann bekannt und thematisiert. Also man wird schon ein bisschen aufgepasst, aber
Kurz und gut, das hatte mit meiner Spiritualität nichts zu tun, aber ich habe dann dort natürlich über die Themen, die immer dort diskutiert werden, die ja nicht nur reine wissenschaftliche Fachsymposien sind, sondern da wird auch immer nachgefragt, wie Betten war das eigentlich in dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften, wie Betten war das in die Welt ein, was ihr da macht. Und da kamen natürlich immer wieder ethische Fragen auf und Fragen, die man nicht stellt, wenn man nur Naturwissenschaft macht, sondern den größeren Bezug sieht. Das hat mich wahrscheinlich auch mit motiviert, ein bisschen über die Grenzen meines Faches nachzudenken. War ja nicht meine Forschung. Man muss ja dazu nicht forschen, um zu solchen Schlüssen zu kommen. Das war einfach, ja, es hatte, glaube ich, schon mit meiner Neugierde zu tun, versuchen zu wollen, herauszukriegen, ob es nicht eine naturalistische Erklärung für unsere Weltsicht gibt. Da bin ich dann wieder Autopoetiker, wir projizieren das. Die ganz fest davon ausgibt, dass es diese von der materiellen Bedingtheit unabhängige mentale, spirituelle Dimension gibt. Damit leben wir ja. Wir haben das Gefühl, da gibt es diesen materiellen Wolf, aber da gibt es auch noch den immateriellen, der von allen anderen Bedingungen befreit, sich frei entscheiden kann, dies oder jenes zu tun, der, ja, der das eigentliche Ich darstellt. Nun wusste ich von meiner Neurobiologie, in dem System gibt es keine Zentrale, in der ich das Ich verorten könnte. Das ist ein sich selbst organisierendes, distributives System, das ganz ohne Frage in seinen Mikroprozessen den Naturgesetzen gehorcht. Alles, was ich in meiner Wissenschaft gesehen habe, das kann ich mit den Gesetzen der klassischen Physik ganz gut beschreiben und vorhersagen. Also Neurone funktionieren deterministisch. Da ist thermisches Rauschen dabei und sowas. Aber da dachte ich mir, ich habe ein deterministisches System im Kopf, das unendlich komplex ist, das eine hochnichtlineare Dynamik aufweist. Das bedeutet, ich kann nicht voraussagen, wie sich das System in den nächsten paar Zeitschritten verhalten wird. Aber ich kann, wenn es sich verhalten hat, lückenlos nachvollziehen, wie es dahin gekommen ist. Wenn ich alle Parameter hätte. Habe ich natürlich nicht, aber so muss es sein. Also wo bleibt da der freie Wille? Und dann dachte ich mir, ja, der kann so frei nicht sein. Das kann nicht sein, dass da neben mir ein Agent ist, der gänzlich frei entscheidet und dann mein Gehirn dazu veranlasst, diese Entscheidungen in Taten umzusetzen. Ja, das ging bei mir nicht auf. Dieses Agent müsste ja jedes einzelne Neuron gezielt ansteuern, damit die dann das tun, was der Wille will. Ja. Und deshalb habe ich das irgendwann mal auch aufgeschrieben oder wie es kam, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Doch, ich weiß, wie es war. Ich war auf einer Konferenz internationalen Philosophen in Essen. Und die wollten eigentlich nur so in einem Abendvortrag Hintergrundwissen aus der Neurobiologie wissen. Und dann habe ich denen das erzählt, wie ich das Gehirn sehe als sich selbst organisierendes distributives System, in dem es keinen Orchesterchef gibt, keinen Dirigenten, niemanden, der entscheidet, sondern dass die Entscheidungen immer die Folge von sehr vielen kompetitiven Prozessen sind, die miteinander wechselwirken und dass dann halt der Zustand zum Tragen kommt, der am wenigsten Widersprüche erzeugt im System und das wird dann von dem, der das Gehirn besitzt, als Entscheidung wahrgenommen und er sieht ja auch, was er macht. Und dass aber die Prozesse, die diesem Moment vorausgehen, schon gelaufen sind, bevor sich das Individuum dessen bewusst wird, muss ja so sein, es braucht eine Zeit, bis sich sowas austariert im Gehirn. Und dass man sich dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, diese natürlich zuschreibt, klar, wem denn sonst, man war es ja. Und weil das Gehirn aber für uns transparent ist, wenn es das nicht wäre, bräuchte ich nicht Hirnforschung machen, dann wüsste ich nämlich, wie es da drin zugeht. Ich habe kein Protokoll darüber,
wie mein Gehirn funktioniert. Ich spüre das nicht. Es gibt da keine Sensoren da drin. Deshalb ist er nicht schmerzempfindlich. Kurz und gut, mir bleibt nichts anderes übrig, als mir das zuzuschreiben. Weil ich aber die Vorbedingungen im Einzelfall meist nicht alle im Bewusstsein habe, muss ich annehmen, dass da irgendwas entschieden hat. Und dann sage ich halt, naja, das war halt mein Ich so. Also man schreibt sich etwas zu, was man gar nicht ist. Und das kommt dann mit der spirituellen Dimension gleich nochmal so. Und das habe ich da erzählt. Und dann hat das einen ganz furchtbaren Knall gemacht. Einmal bin ich direkt im Hörsaal angegriffen worden. Da waren auch Journalisten drin. Das wusste ich nicht. Ich bekam ein bisschen Beifall von John Searle und solchen Leuten. Aber weil die deutsche Philosophie das sehr stark dieser idealistischen Tradition verpflichtet ist, habe ich da ziemlich viel Gegenwind bekommen. Den konnte ich auch nicht richtig argumentativ, konnte ich dem nicht etwas entgegenhalten, weil mir immer gesagt worden ist, wenn ich irgendein für mich plausibles Argument gebracht habe, ich hätte jetzt einen Kategorienfehler gemacht. Und dann wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann kam ein Artikel in der FAZ von Geier. Und da bin ich richtig niedergemacht worden. Der hat das einfach irgendwie in die falsche Kehle bekommen und hat geschrieben, ja, da war jetzt einer auf diesem Philosophenkongress und hat gesagt, dass man für nichts was kann, weil man nicht frei ist. Und dass man deshalb, also irgendwie hat er das Schluss gefolgert, deshalb gibt es auch keine Schuld und deshalb gibt es Anarchie und deshalb ist es ganz furchtbar. Und ich habe das nicht verstanden, wie man diese Schlussfolgerung daraus ziehen kann. Ich war immer davon ausgegangen und das haben wir dann auch hinterher, wie die Auseinandersetzungen dann öffentlich wurden, auch immer wieder die Richter bestätigt. Die Schuld, die die Jurisdiktion zugrunde legt, ist lediglich die Klärung der Frage, war es? Ist er schuld an dem? Hat das verursacht? Es geht nicht um diese subjektive, moralisch zu bewertende Schuld. Das ist eine ganz andere Kategorie. Und das sieht man schon daran, dass wenn jemand als Leichtsinn ein rotes Licht überfährt oder als Lässigkeit und es passiert nichts, dann kriegt er halt einen Punkt. Aber macht er einen schweren Unfall mit Todesfolge, dann wird er wegen fahrlässiger Tötung zur Rechenschaft gezogen, obwohl die subjektive Schuld, wenn man so will, in beiden Fällen genau die gleiche ist. Das war die gleiche Lässlichkeit, die halt einmal, wir sanktionieren also die Folgen und wir wollen Wiedergutmachung haben und die Rechtsprechung ist viel komplexer. Und die Schuld, die die bewerten, ist nicht diese subjektive moralische Schuld, sondern es ist die, kann es zugerechnet werden, dem oder dem nicht. Und ich dachte, das hat ist doch klar, wenn jemandem zugeschrieben wird, etwas getan zu haben, was die Gesellschaft nicht tolerieren kann, aus welchen Gründen auch immer. Ob das jetzt genetisch so verschaltet ist in seinem Gehirn, dass er die Regeln gar nicht verstehen kann. Oder ob er wegen irgendwelcher Traumata das jetzt gemacht hat. Oder ob er es gemacht hat wegen irgendwelcher metabolischen Störungen. Kann ich im Einzelfall nicht rauskriegen, aber ich kann es natürlich nicht durchgehen lassen. Ich muss also sanktionieren, ich muss versuchen zu erziehen. Ich kann allenfalls sagen, wenn jeder in der Normalverteilung, in der Mitte stehende, unter den Bedingungen das Gleiche gemacht hätte, dann lasse ich mildernde Umstände walten, dann muss es irgendwelche äußeren Ursachen gegeben haben, die den aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Problem nur, und da sind die Hirnforscher jetzt wirklich gefragt, und da gab es auch viele Diskussionen in Akademien. Was mache ich denn, wenn einer anfängt, seine Tochter zu vergewaltigen, der bis dahin als kompensierter Familienvater makellos gelebt hat? Natürlich werde ich ihn sofort, wenn ich die zuschreiben kann, einsperren, und zwar richtig. Wenn der jetzt aber Kopfweh kriegt und ein paar epileptische Anfälle und ich finde einen Tumor hinterher, was zweimal geschehen ist schon, in einer Gegend, in der ich weiß, dass dort die Bahnen laufen, die vom Präfrontalhirn, wo diese moralischen Regeln eingeprägt werden in der frühen Entwicklung, und den exekutiven Strukturen, die von Trieben gesteuert werden,
Wenn diese Bahnen zerstört sind, dann kann der sich nicht mehr bremsen. Hat man in dem Fall gefunden, hat den Tumor rausgemacht, waren noch genügend Bahnen intakt, der ist wieder ganz normal geworden. Er ist rückfällig geworden, hat ein Rezidiv gehabt. Gut, also in dem Fall ist es klar, war ein Tumor, kommt in die Klinik und ist nicht ein Schwerverbrecher. Jetzt muss der Neurobiologe natürlich sagen, naja, in dem Fall habe ich einen Tumor gesehen. Aber es kann eine Fehlverschaltung sein. Es kann irgendein eingelerntes Engramm sein, das ich nicht sehen kann. Es kann eine metabolische Störung sein im Moment, die ich hinterher nicht mehr messen kann. Also haben wir das große Problem, wenn etwas messbar ist, mit unserem bis jetzt vorhandenen Verfahren feststellbar, dann kommt er in die Klinik und wird begnadigt, kann ich aber nicht messen, weiß aber, auch das muss vom Gehirn gekommen sein. Wenn man da als Schwerverbrecher behandelt, haben wir ein Problem. Kein neues Problem. Früher haben wir die Veitstänzer ausgegrenzt, also Leute, die von der Chorea Huntington befallen waren, die diese schrecklichen Bewegungen gemacht haben, die waren vom Teufel besessen, die hat man ausgegrenzt und ganz schlecht behandelt. Ja, heute weiß man, es ist ein monogenetischer Fehler. Ja, wird ganz anders dran gehen. Also kein neues Phänomen, aber eins, das man halt mit bedenken muss, wenn man richtet. Hatte ich auch immer schon mit dazu gesagt, dass nach der Art, wie ich das gesehen habe, und ich bin dann immer mit anderen in einen Topf geschmissen worden, was mir gar nicht recht war, ich muss mich da immer mühsam wieder rausstrampeln, dass ich der Meinung war, dass diese Sicht auf den freien Willen, auf den eben nicht so freien Willen, zu einem humaneren Umgang mit Mitmenschen führen müsste, weil man einen größeren Kontext mit betrachtet und nicht davon ausgehen darf, dass einer so frei ist, dass er zu jedem Zeitpunkt gemessen an seinen moralischen Imperativen dies oder jenes tun oder lassen kann. Ist halt einfach nicht so. Und man weiß ja inzwischen auch, damals sind die Libet-Experimente mal angeführt worden dafür, dass jeder Handlung etwas im Gehirn vorausgeht und dass das Bewusstsein nachhinkt und immer erst im Nachhinein merkt, was da gelaufen ist. Die sind zum Teil ein bisschen problematisch, methodisch, aber es gibt durch die nicht-invasiven Verfahren jetzt doch die Möglichkeit, oft Sekunden, meistens noch länger, vorhersagen zu können, was einer machen wird. Wenn ich weiß, welche Muster zu einer ganz bestimmten Handlung gehören, dann kann ich die vorher schon sehen und sehe, jetzt wird er dann gleich, obwohl der doch gar nicht weiß, dass er es machen wird. Aber wen wundert es? Ich meine, das Gehirn ist ständig dabei, Signale aufzunehmen, mit gespeichertem Wissen zu vergleichen, Situationen zu beurteilen aufgrund dessen, was die Architektur erlaubt zu beurteilen und dessen, was das Vorwissen erlaubt. Das spielt ja immer alles gleichzeitig zusammen und da macht es was. Und tja, manchmal wird das dann zu ahnden sein. Ich war ja Schüler von Creutzfeldt und Creutzfeldt hatte einen sehr visionären Blick aufs Gehirn. Er hat ja zum Schluss noch an einem Buch gearbeitet, das Postur Maschinen ist, an dem wir alle noch ein bisschen fertig geschrieben haben. Und Otto Creutzfeldt hatte auch wahrscheinlich, weil er als Philosoph ausgebildet gewesen ist, einen anderen Zugang als die Behavioristen. Und hat uns wohl schon sehr früh beigebracht, dass wir mit einem sehr dynamischen System zu tun haben. Er war auch in diesem Sonderforschungsbereich Kybernetik integriert und das hat mich wahrscheinlich schon geprägt. Er hat einen sehr, sehr weiten Blick gehabt auf das System, was nicht immer ohne Probleme war, weil natürlich dann an sehr vielen verschiedenen Enden geforscht werden musste. Er hat ja selber EEG-Studien gemacht, war Neurologe, hat eine neurologische Abteilung mit betreut am Institut. War also sehr breit aufgestellt und kam aus dieser sehr berühmten Jungschen Schule aus Freiburg. Jung war ja einer der ersten,
Kliniker, die wirklich Grundlagenforschung im klinischen Bereich betrieben haben, war ein Nestor der deutschen Neurophysiologie und hat um ein Haar verpasst die Entdeckung, die dann später Hubel und Wiesel gemacht haben, dass es in der Sehrinde Neurone gibt, die auf Konturen ansprechen. Die hatten in Freiburg auch schon aus der Sehrinde abgeleitet, hatten ein wunderbares Reizgerät, das ein Herr Kapp entwickelt hatte. Das konnte aber nur großflächige Reize in der Intensität modulieren, das allerdings sehr genau. Man hat gedacht, man kann halt dasselbe machen wie mit der Retina. Und dabei haben die übersehen, dass diese Neurone konturempfindlich sind. Und Hubel und Wiesel haben das zufällig entdeckt, etwa zur selben Zeit. Und das hat sich halt dann zum Schluss in einem Nobelpreis niedergeschlagen. Und aus der Tradition Jung kam der Creutzfeldt. Der kannte das. Ich glaube, er war sogar psychiatrisch vorgebildet. Also sein Blick aufs Gehirn war bestimmt kein mechanistischer. Und das hat uns wahrscheinlich alle geprägt. Und da ist ja eine enorme Schule entstanden damals. Also fast die ganze Generation von Lehrstuhlinhabern in Deutschland sind aus der Creutzfeldtschen Schule gekommen. Und was das Besondere war bei ihm, dass er uns freigelassen hat. Wenn wir eine Idee hatten, durften wir das machen. Das hat zwar manchmal zu etwas chaotischen Verhältnissen im Labor geführt, aber es war extrem kreativ. Und er war letztlich auch der Betreuer von Sackmann und Näher, die, auch weil sie durften, was sie wollten, sich in die Richtung haben hineinentwickeln können, die nicht von Creutzfeldt vorgegeben war. Und die aber dann, weil Sackmann zu Katz nach London gegangen ist und Näher zu Lux, der der Nachfolger von Creutzfeldt wurde. Und Lux damals schon als selbstständige Arbeitsgruppe in der Abteilung Creutzfeldt an Schneckenneuronen die Vorstufen dieser Patchclamp-Technik entwickelt hat. Ich sehe Lux noch sitzen mit einem Schlauch im Mund und an den Elektronen zu saugen, um diesen Gigapatch, Gigaseal hinzukriegen. Und der Erwin war ein, ich glaube, es war ein Ingenieur oder sowas. Der war ein Virtuose im Bauen von Verstärkern, die sehr rauscharm waren. Und das musste man haben, um bei diesen hohen Eingangswiderständen die Signale noch ableiten zu können. Und der Erwin hat diese Verstärker selber gebaut und optimiert. Wir haben damals unsere Verstärker sowieso alle selber bauen müssen. Das gab es ja nicht im Handel. Und Erwin war Champion, und als dann Erwin und Bert Sackmann mit Creutzfeldt zusammen in Göttingen waren, kamen die beiden zusammen. Der eine, der von Katz die Miniaturpotenziale analysieren sollte im Rauschen, und der andere, der diese hochempfindlichen Verstärker bauen konnte, mit dem Hintergrundwissen, dass der Erwin näher vom Lux mitgebracht hatte, dass man tatsächlich so eine Membran isoliert untersuchen kann. Und dann ging es darum, die Elektroden immer kleiner und kleiner und kleiner zu machen, bis dann nur noch ein einziger Kanal drunter war. Und das war der Durchbruch. Also die zwei kamen eigentlich auch aus dem Stall. Ähnlich wie der Henning Scheich, der dann später das Institut in Magdeburg mitgegründet hat, als das übernommen wurde in Leibniz. Und ja, war eine extrem fruchtbare Zeit. Und verdankt sich wahrscheinlich dem Charisma von Otto und sein immer für alle Zeit haben, was immer dazu führte, dass er keinen Termin einhalten konnte, weil er sich halt immer noch länger mit jemandem beschäftigt hat, kam immer zu spät. Aber er hat machen lassen und gefördert und nicht diktiert, was man machen sollte. Und vor allen Dingen ist er nicht an die Natur rangegangen mit vorgefassten Meinungen, dass das und das passieren müsste, weil er es schon vorher weiß, sondern er hat sich von der Natur leiten lassen. Und das ist ein gutes Rezept. Er hat mir mitgegeben, als er merkte, dass ich berufen werde und selber was aufbauen muss und hierher nach Frankfurt kam, dass ich darauf achten sollte, dass meine Abteilung nicht zu groß wird. Er hat mich sehr davor gewarnt, was ihm auch selber immer wieder zugestoßen ist. Ich habe es nicht ganz durchhalten können, unter anderem, weil ich seinen Stil mit übernommen habe, Mitarbeiter ab einer gewissen Entwicklungsstufe dann selbstständig werden zu lassen, ihnen Mittel an die Hand zu geben, damit sie wachsen können,
Und wenn sie dann selber Drittmittel eingeworben haben, sowieso. Weshalb wir eine Weile lang ziemlich groß waren, weil es da Mitarbeiter gab, die sich, wie der Rainer Göbel, der kam zu uns, um eigentlich das Bindungsproblem zu simulieren. Das war gerade die Zeit, als die funktionelle Kernspintomographie so gerade am Anfang war in Amerika. Da kam der Neuroradiologe hier zurück und hat uns diese Bilder gezeigt. Und hat gesagt, schauen wir, man kann die Hirnaktivität von außen sehen. Und indem man die Sauerstoffsättigung vom Hämoglobin misst, na, haben wir gesagt, na, probieren wir das doch mal. Vielleicht geht das bei uns auch. Wir hatten damals einen 1,5 Tesla-Scanner in der Klinik. Und da wurde das halt am Wochenende gemacht. Und wir haben tatsächlich Signale bekommen. Und das hat den Rainer Göbel so fasziniert, dass er gesagt hat, also Bindungsproblem hin oder her, ich mache lieber sowas. Und weil er ein ganz begabter Programmierer ist, hat er hier, denn das ist ja sehr datenverarbeitungsintensiv, das Verfahren, den Brain Voyager entwickelt bei uns in der Abteilung. Wir hatten danach eine Lizenz dafür. Natürlich musste der weitere Mitarbeiter haben und schon war eine Gruppe entstanden. Dann gab es den David Linden, der hat sich gern mit den Klinikern über Schizophrenie unterhalten. Er ist um den herum auch eine Arbeitsgruppe gewachsen. Und dann haben wir In-vitro-Untersuchungen gemacht. Das geht auch nur in der kritischen Masse über neuronale Plastizität. Da wuchs da auch eine Gruppe. Und so hatte ich dann plötzlich ganz viele verschiedene Gruppen, die alle wunderbare Sachen gemacht haben, aber ja, war halt groß geworden. Ist ein Problem, aber ist so lange kein Problem, als man die Regel berücksichtigt, die mir auch der Kreuzfeld mitgegeben hat. Guckt den Leuten in die Augen und nimm die aus denen irgendwas sprüht. Und schau ein bisschen den Track Record an, ob die gute Noten hatten oder so. Und dann schau, dass du welche nimmst, die besser sind als du selber. Und ja, wenn man das macht, kann einem nicht viel passieren, weil die machen das dann schon. Ja, wir bringen das denen ja auch bei. Wir sagen, tu das und lass das. So als, und suggerieren ihnen damit, sie seien Herr im Haus. Das wird ja ganz früh schon eingeprägt. Es hätte ja keinen Sinn, wenn das nicht beeinflussbar wäre, wenn die nicht reflektieren könnten, was sie tun sollen oder nicht. Man bringt ihnen auf diese Weise bei, dass sie verantwortliche Agenten sind und über einen Willen verfügen, den sie sogar kontrollieren können. Und es funktioniert ja auch ganz gut. Durch Belohnung und Bestrafung kriegt man es hin, die Hirnarchitekturen so zu verändern. In dieser frühen Entwicklungsphase ändert man ja damit auch noch Verbindungen. Ich habe früher mal gesagt, als man das noch durfte, dass eine Watschen natürlich ein mikrochirurgischer Eingriff ist. Also man ändert damit Verbindungsarchitekturen. Weil die Verbindungen, die zu dem Verhalten geführt haben, die diese Watschen nach sich gezogen haben, natürlich in Zukunft abgeschwächt werden. Und mit Belohnung geht es natürlich genauso. Deshalb sollte man die Watschen also wirklich lassen und belohnen, wenn es geht. Aber in der Zeit, in der ich größer geworden, also Vater geworden bin, da war das noch nicht verpönt, dass Kinder mal eine Tatze bekommen haben oder eine Kopfnuss, wenn irgendwas nicht gelaufen ist. Ich habe es nie gemacht, aber ich weiß, dass die Lehrer das gemacht haben. Und selber habe ich beliebig viele von denen eingesteckt. Die Hand ausstrecken und eine Tatze kriegen, das konnte ganz schön schmerzhaft sein mit einem Lineal oder so eine Kopfnuss. Na gut. Das ist schon eine Kränkung. Es ist, glaube ich, genauso nachhaltig wie die Darwin'sche Kränkung eine war und wie das heliozentrische System gestorben ist, war das halt auch nicht sehr angenehm. Und uns jetzt von außen zu sehen über Satellitenbilder ist auch nicht sehr angenehm. Lassen Sie mich mal einen Versuch wagen, wie ich glaube, man das Problem einigermaßen umschiffen kann, ohne in schnöden Naturalismus oder Materialismus zu verfallen. Ich war jetzt gerade, als ich wieder reisen durfte, in Lascaux und habe mir zum ersten Mal diese Malereien angeschaut. Man kann das ja im Faksimile sehen, in die Höhlen darf man ja nicht mehr.
Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll zu sehen, wie vor 30, 40.000 Jahren die Leute angefangen haben, ihre Weltsymbole darzustellen. In einem Abstraktionsgrad. Picasso hat das mal besucht und hat gesagt, nothing is new in this world. Die haben das alles auch schon gemacht. Stellen Sie sich mal vor, also die Frage ist, wie kommen immaterielle Realitäten in die Welt, mit denen wir ja souverän umgehen? Glaubensinhalte sind extrem wirkmächtig, die haben uns veranlasst, Kathedralen zu errichten für etwas, was mit uns noch nie gesprochen hat. Niemand von uns hat je auf eine Frage eine klare Antwort bekommen, wenn man sich betend an irgendjemand richtet. Jedenfalls ist mir kein Fall bekannt. Trotzdem ist es für unsere Realität, dass da etwas ist, was sich anzubeten lohnt, wofür es sich lohnt, 2 Jahrhunderte lang zu bauen, unter unglaublichen Opfern, um solche Kathedralen zu errichten. Es ist also wirkmächtig, woran man glaubt. Und das ist in der Antike genauso gewesen. Die Überzeugungen, die die Argonauten hatten, die waren handlungsrelevant. Die haben sich danach gerichtet, die haben gemordet und gerettet aufgrund solcher Überzeugungen. So, wie kommt sowas in die Welt? Ich habe dann immer gedacht, vielleicht ist es ja ganz natürlich zu erklären. Da sitzen Leute am Feuerplatz vor ihrer Höhle, sind mäßig sprachbegabt, können sich so gerade ein bisschen austauschen, haben aber wohl, was ja auch Tiere schon haben, ganz bestimmte Vokabeln für ganz bestimmte Ereignisse und so. Ja, sitzen die da so und essen und merken, na, da ist aber einer, der wird nie satt. Der rafft immer von den anderen Tellern noch was, so sie Teller hatten. Und man merkt aber auch, hier ist eine, die immer abgibt, großzügig ist. Und so lernt man, dass es irgendwas gibt, was nicht materiell ist, nämlich Habgier, Geiz, Großzügigkeit. Diese Liste kann man jetzt beliebig verlängern. Man macht solche Beobachtungen. Das ist nichts, was man materiell greifen kann, ist aber etwas, was man offenbar erfahren kann im sozialen Miteinander. Jetzt lassen Sie mal so eine ganze Gruppe das kollektiv erfahren, sodass die sich untereinander einig sind, wenn sie ihre Blicke kreuzen lassen. Naja, wir haben offenbar alle den Eindruck, dass der da irgendwas ist, was wir als, gibt ja noch keine Worte dafür, als er möchte mehr haben, empfinden. Gut, da können die sich erstmal gestikulierend austauschen und das vielleicht in der Pantomime darstellen, was der ist, nämlich. Aber irgendwann erweist es sich dann als ökonomischer, dafür einen Begriff zu prägen. Und wenn alle oder mehrere zu dem gleichen Schluss kommen, dann können die sich irgendwann mal verständigen auf eine Lautkombination, die die Habgier sagt. Und mit einem Mal gibt es eine benennbare Wahrnehmung, die immateriell ist oder eines Aktes, der mit Materie nichts zu tun hat, der aber Namen hat. Und schon ist es ein Stückchen Realität. Und diese Realität, der Searle würde die als soziale Realität bezeichnen. Und da kann man die auflisten, was solche Realitäten sind. Das sind eben solche Charaktermerkmale, sind Glaubensinhalte. Und alles das, was uns unsere kulturelle Welt jetzt ausmacht, was ja Konzepte sind, Glaubensinhalte hatte ich schon gesagt, Visionen, geteilte Wahrnehmungen von Bedingungen, Stimmungen. Das bekommt mit der Zeit alles einen Namen. Und dann kann man mit diesen Namen in dieser mentalen oder kann sagen, spirituell oder immateriellen Realität neue Konstrukte aufbauen. Und die kann man dann genauso verkomplizieren, miteinander vernetzen, wie man das auch mit materiellen Dingen tun kann. Man kann daraus neue Objekte schaffen, indem man das miteinander kombiniert, syntaktisch verknüpft. Und so entsteht kontinuierlich über kulturelle Evolution eine Wirklichkeit, die zur Hälfte aus der vorgefundenen materiellen Wirklichkeit besteht und zunehmend immer mehr aus diesen immateriellen Entitäten, die, wie ich schon sagte, als real empfunden werden, wirkmächtig sind, unsere Handlungen beeinflussen, wie moralische Setzungen,
so Entitäten wie Fairness und also alles, was auch in die ethischen Regeln mit eingeht, das haben offenbar wir in die Welt gebracht, indem wir angefangen haben zu interagieren und zu benennen und das dann verfügbar zu machen für weitere Verknüpfungen und Rekombinationen. Und dann kann man sich da beliebig abstrakte Gebilde bauen, die alle den Anspruch erfüllen, real zu sein, über die man sich verständigen kann, die man aber nicht anlangen kann. So. Also, dass immaterielle Realitäten in die Welt kommen können durch solche Prozesse, das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar. Jetzt ist die Frage der Zuschreibung. Warum glauben wir, dass wir in dieser spirituellen Dimension irgendwie da auch vorkommen? Und da denke ich, muss man halt die frühe Ontogenese von Kindern berücksichtigen, die in so eine Welt hineingeboren werden, in der diese Realitäten von früh bis abend benannt werden und mit denen man virtuos umgeht. Man nimmt sie also wahr, genauso wie materielle Sachen, und man sieht sie bloß nirgends. Und man kann sie nicht anlangen. Und man weiß aber, das hat irgendwas damit zu tun, dass hier Information verarbeitet wird. Das hat irgendwas mit mir zu tun, das hat was mit meinem Willen zu tun. Ich kann das verstehen, ich kann das weitergeben. Und ich denke, man schreibt sich das dann einfach zu als Dimension, in der man genauso existieren kann wie in der materiellen. Ist ein Teil von mir. Und weil ich nicht weiß, dass das alles mein Gehirn gemacht hat, weil ich ja, und das der andere natürlich auch, diese Spiegelung, erlebt man ja nicht. Man lernt das. Und nachdem man nicht weiß, was in seinem eigenen Gehirn vor sich geht, bleibt einem eigentlich gar keine Wahl, als sich das als Dimension zuzuschreiben. Man sagt, mein Ich hat diese immaterielle Dimension. Ich kann entscheiden, ich habe einen Willen, ich nehme wahr. Und man überlegt sich überhaupt nie, wer dann eigentlich da wahrnimmt. Natürlich ist es mein eigenes Gehirn. Und ein Tier hätte das Problem nicht, weil es diese Dichotomie nicht kennt. Das Problem ist erst in die Welt gekommen, als wir angefangen haben, über uns selber nachzudenken, in die Möglichkeit versetzt zu werden. Und das hat wieder evolutionäre Gründe. Wir haben Gehirne, die uns das ermöglichen. Auch unsere eigene Endlichkeit zu begreifen, was die meisten Tiere wahrscheinlich nicht können, was ein ziemlich ironischer evolutionärer Akt ist. Man entwickelt Organismen, die bindungsfähig sind, die Verlust empfinden können, die um alles in der Welt sich am Leben festklammern wollen und überleben wollen, so, das tun ja Tiere auch, aber denen man gleichzeitig noch einen kognitiven Apparat mitgibt, der ihnen sagt, ja, schön, aber das alles geht zu Ende. Da bleibt einem nicht viel anderes, als dann auch noch Sachen zu postulieren, dass es vielleicht irgendwie weitergehen möge, dass man wiedergeboren wird, wie die Buddhisten das meinen, oder dass man dann entweder zwischen Fegefeuer, Hölle und Himmel wählen kann. Das sind Projektionen, das sind Konstrukte, die wir erfunden haben, um das einigermaßen erträglich zu machen, was hier passiert. Und außerdem ist es ein wunderbares Rezept, ich finde das einen genialen Einfall, Regeln, die man durchsetzen möchte. Du darfst nicht lügen, du sollst nicht das Eigentum des anderen zu deinem machen und sowas. Also Bergpredigt im Grunde. Regeln, die notwendig sind, um ein soziales Gefüge stabil zu halten, um Selbstorganisationskräfte freizusetzen. Denn selbstorganisieren kann man nicht, wenn die Elemente lügen, dann klappt das nicht. Ja? Das darf man also alles nicht machen. Wie setze ich das jetzt durch? Also ich kann es entweder mit Peitsche und Diktator durchsetzen oder noch viel eleganter. Ich postuliere mir diese Instanz, die den großen Vorteil hat, dass er mit ihr nicht diskutieren kann. Da nutzt auch ein Streik nichts und verleihe der über Projektion die Autorität, das hier durchzusetzen, indem ich sage, aber wenn du das nicht so machst, wie ich dir das vorgeschrieben habe, dann erwarten dich, wenn das Leben hier zu Ende ist, ja, das ist extrem wirkmächtig sowas. Und ist ja in allen Weltreligionen
wird das so gemacht. Geniale genial konstruiert. Es kratzt überhaupt nicht an meiner Bewunderung dessen, was lebt. Es ist nur nicht so ganz einfach auszuhalten, ohne diese ganzen Trostpflaster, sich in einer Welt zu bewegen, von der ich annehme, dass ich selber noch Mitspieler in einem ganz großen evolutionären Prozess bin, den ich nicht überschauen kann, den ich nicht steuern kann, der irgendwo hindriften wird. Und wir werden sehen, das lässt sich nicht voraussagen, was da passieren wird. Es kann sein, dass diese Sekunde, die der Mensch auf dieser belebten Welt ist, wirklich nur 2 Sekunden lang dauern wird und dass das irgendwie mit uns mal zu Ende geht und die Insekten weitermachen. Wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen. Aber dass es uns gibt, die uns über sich selbst nachdenken können, über die Welt nachdenken können und sowohl die negativen wie auch die positiven Empfindungen haben können, das ist so wunderbar, dass es ihn eigentlich am Leben festhalten sollte. Aber ich glaube, zum Schluss hilft nichts anderes als, wie umschreibe ich das, als Demut. Also alle, die behaupten, sie wüssten, wie es geht und wo es hingeht und was man machen muss, damit genau das passiert und nicht was anderes, sind eigentlich Scharlatane, die nicht begriffen haben, wie das System aufgebaut ist. Und ja, ist nicht Fatalismus, aber ich finde, das wäre eigentlich, das glaube ich, ist das Wichtigste, was wir machen müssten. Jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo wir sehen, wie über die kulturellen Konflikte so unglaublich viel Dogmatismus entsteht und totalitäre Systeme und simplistische Ideen sich durchsetzen können, was ja alles nur die Folge davon ist, dass eine extreme Unsicherheit eingetreten ist. Die Leute fangen an, ihre Religionen zu relativieren, weil sie sehen, ja, da gibt es ja noch andere, die machen das anders. Also wieso ist denn meine die einzige? Wie ist denn das mit den Göttern? Ist das immer der gleiche oder gibt es da verschiedene? Also, ist ja extrem verunsichert. Jetzt, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, die Naturwissenschaften machen die Sache nicht besser. Haben den Himmel leer geputzt, zeigen uns jetzt, dass die Erde immer wärmer wird, zeigen, dass wir unsere Ressourcen übermäßig beanspruchen. Das alles sind sehr unerfreuliche Nachrichten. Außerdem zeigt uns die Komplexitätstheorie, wenn wir wirklich ein komplexes, sehr hochkomplexes System sind, unsere Wirtschaft, unsere Finanzen, unsere politischen Systeme, unsere sozialen Systeme, sind ja alle von der Art. Ganz viele Partikel, die miteinander wechselwirken, also aktive Agenten. Da entsteht eine unglaublich komplexe, hochnichtlineare Dynamik, deren zukünftige Entwicklung man nicht präjudizieren kann, nicht voraussagen kann und schon gleich gar nicht zielgerichtet lenken. Sie drehen an irgendeiner Schraube, da passiert irgendwas, aber wie das System dann langfristig darauf reagieren wird, kann man im Prinzip gar nicht wissen. Selbst wenn man alle Variablen kennte, kann man es nicht wissen. So, wenn man all das im Kopf hat und trotzdem handelnd diesen Prozess weiter in Bewegung halten muss, weil man kann ja nicht einfach nichts mehr tun, dann braucht man ein ungeheures Maß an Resilienz. Man muss das aushalten können. Diese Ungewissheit muss man aushalten können. Und ja, Ungewissheit im Hier und Jetzt und in dem, was danach kommt. Das ist eine ganze Menge. Und weil das so schwer auszuhalten ist, läuft man halt leicht Rattenfängern nach, die sagen, haha, schließt euch uns an, wir wissen, wie es geht. Und dann ist man geborgen in der Gruppe und hängt irgendwelchen idiosynkratischen Ideen nach, Sektiererei, alle totalitären Geschichten sind so gestrickt, fangen einen auf, weil sie einfach sind. Gut, das wollen wir nicht, weil wir wissen, was das für schreckliche Folgen hat. Also müssten wir unsere Kinder eigentlich irgendwie so erziehen, und ich habe keine Ahnung, wie man das machen muss, damit die resilient werden, in sich selber ruhen können. Diese Pseudo-Trostmechanismen nicht brauchen, sondern mit der Wirklichkeit, wie sie vorgefunden ist, zurechtkommen. Und
Was man da machen soll, weiß ich nicht. Wir haben ja alles probiert. Montessori haben wir probiert, Flower Power haben wir probiert, Summer Hill haben wir probiert. Die Nazis haben diese ganz strengen patriarchalischen Strukturen probiert. Nichts hat uns befreit vor Radikalismus und so, was machen wir? Sollen wir eigentlich mehr Wissenschaft machen und das mal gescheit untersuchen? Gucken, welche Bevölkerungsgruppen mit welchen Erziehungssystemen haben es eigentlich geschafft, relativ friedlich über die Runden zu kommen? Sollen wir vielleicht das imitieren? Ich weiß nicht. Ich spreche dieses Manifest der Neurowissenschaftler an, das vor 15 Jahren oder wann irgendwann publiziert wurde, das in Hirn und Geist, glaube ich, und dann überall abgeschrieben wurde. Das war kein Manifest, das auf Initiative der Neurowissenschaftler entstanden wäre, die sich zusammengetan haben, um der Öffentlichkeit zu verkünden, was jetzt sein wird. Sondern das war das Ergebnis einer telefonischen Befragung und vielleicht haben wir auch noch schriftlich abgegeben einige Sätze von Gehirn und Geist. Und das wurde dann dort als Manifest in die Spalten gesetzt, so als hätten wir von uns aus etwas erklären wollen. Nein, wir sind nach unserer Meinung gefragt worden, da sind dann manche aufgenommen worden, andere vermutlich nicht. Und dann kam das raus, was dann später Manifest hieß. Und da stehen Sachen drin, die ich, hätte ich sie selber formulieren müssen, niemals geschrieben hätte. Und uns ist das auch um die Ohren geflogen, als sich dann manches nicht bewahrheitet hat. Man ist in der Wissenschaft generell schlecht beraten, wenn man Prognosen abgibt, was in 10 Jahren entdeckt sein wird und was möglich ist. Denn was ich noch nicht entdeckt habe, kann ich im Prinzip nicht voraussagen, wann ich es entdecken werde. Das kann morgen früh passieren, aber es kann auch nie passieren. Deshalb hätten wir uns niemals so festgelegt. Ist uns dann vorgeworfen worden und hat uns sehr geschadet, weil manches von dem, was da drin steht, nicht eingetreten ist. Und dann hieß es, naja, die Wissenschaftler haben wie immer den Mund zu voll genommen, um sich wichtig zu machen. War also schädlich für uns, hat auch keinen Spaß gemacht. Wir würden natürlich wahnsinnig gern irgendwas finden, was es erlaubt, die ganz großen Geißeln, die völlig unbezwingbar sind, Schizophrenie und Depression, kausal anzugehen. Geschweige denn von den degenerativen Erkrankungen, aber das ist nun mal, sich gegen das Altern zu stemmen, ist ein ziemlich frustrantes Geschäft. Das ist, die Natur hat uns sterblich gemacht. Aber trotzdem, ein früher Alzheimer, eine frühe Demenz ist halt schrecklich und da hätte man gern was dagegen. Gegen Parkinson hätte man auch gern was. Die degenerativen Erkrankungen sind vom Mechanismus her sehr gut verstanden. Aber da kausal einzugreifen, ist halt extrem schwierig. Natürlich würden wir es gern. Aber im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen ist es noch viel schlimmer, weil wir überhaupt nicht verstanden haben, wie die zustande kommen. Aber schon überhaupt nicht. Wir wissen ja nicht mehr, wie die einfachen kognitiven Funktionen tatsächlich erbracht werden. Wir kommen dem näher, aber wir sind immer noch sehr weit entfernt, geschweige denn von deren Störungen. Und solange wir das nicht haben, können wir nicht in die Klinik rübergehen, die sind hier direkt nebendran und sagen, jetzt macht es so. Können wir nicht. Wir würden es gern, wann das möglich sein wird, wissen wir nicht. Wir wissen nur, wir müssen weitersuchen, da wo Licht ist. Und vielleicht passiert morgen früh irgendwas. Es gab jetzt schon die Überraschung, dass bestimmte Halluzinogene sehr, sehr gut wirken bei den endogenen Depressionen. Wer hätte das erwartet? Das Ketamin, das so als Narkotikum eingesetzt worden ist, skeptisch bei Leuten, die Kreislaufprobleme haben, wo man das machen kann. In der Zahnmedizin ist auch benutzt worden oder Lachgas. Das wirkt bei manchen Patienten Wunder. Die kriegen eine Dosis, das ist subhalluzinogen, subanästhetisch und sind dann für Wochen in Ordnung. Wir wissen nicht, warum so ein Gehirn plötzlich so traurig aufwacht. Kommt es vielleicht näher dran, weil man inzwischen Hirne sieht als dynamische Systeme,
die so ähnlich wie das Klima Kipppunkte haben. Und dann kann es passieren, dass sich so ein Hirn festfrisst in irgendeinem Attraktor und da bleibt. Und der ist halt dann ein Depressiver, das ist dann blöd. Oder er kippt und ist dann in einem euphorischen Attraktor. Ich weiß ja, dass dieser Erkenntnisgewinnungsprozess einer ist, der die Grenzen des Wissbaren, des Gewussten immer weiter hinausschiebt, aber dadurch die Oberfläche des Nichtgewussten auch vergrößert, wenn ich das so sphärisch sehe. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwas wünschen würde, dann würde ich diese Grenze ein bisschen weiter hinausschieben und dann wären die Fragen noch mehr. Also, ja, ich würde ganz gerne in 20, 30, 40 Jahren wiederkommen und mal gucken, wie sich die Thesen und Hypothesen, die wir zurzeit diskutieren und an denen ich ja zum Teil selber beteiligt war, weiterentwickelt haben. Was die Zeit dazu gesagt hat, das würde ich ganz gern wissen. Nachdem ich das nicht kann, muss ich mich auf kurzfristige Perspektiven einlassen. Ja, da möchte ich jetzt doch das ein oder andere noch wissen, wenn es geht. Aber ich weiß andererseits, dass wenn man was anfängt und hat das Gefühl, ja, das könnte sein, dass es mindestens 10 Jahre dauert, bis das so weit gereift ist, dass man ungefähr weiß, ob das jetzt eine geschwinderte Idee war oder was zu was führt. Und die Zeit werde ich wahrscheinlich nicht mehr haben. Also muss ich mich an den Heureka-Effekten erfreuen, die man halt so hat. Und die kommen meistens unerwartet. Und deshalb kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich wünsche mir, dass noch so ein paar passieren. Und im Übrigen, ja, was wünscht sich jemand in meinem Alter? Der wünscht sich natürlich, dass er sich würdig verabschieden kann und nicht in die Demenz versinkt und dann allen anderen zur Last fällt. Aber wie gesagt, das weiß man immer erst, wenn es dann ein bisschen ernst wird. Und das sind Prognosen, glaube ich, schwer abzugeben. Ich habe Menschen erlebt, die, als es wirklich ernst wurde, dann plötzlich streng religiös geworden sind, streng gläubig. Ich habe andere erlebt, die sich dann einfach umgebracht haben, gesagt haben, so, die Alternativen will ich überhaupt nicht ins Auge nehmen. Und es gibt andere, die nichts gemacht haben und dann halt entweder Glück gehabt haben, dass sie nicht mehr aufgewacht sind oder sich so verabschiedet haben, dass sie von sich nichts mehr wussten. Das ist für alle, die drumherum sind, sehr, sehr schwierig. Das ist, glaube ich, die schwierigste Art des Abschieds. Wenn man jemanden vor sich hat, mit dem man verbunden war, dessen Wesen dann nicht mehr da ist. Nur noch die Hülle. Was auch was über das Gehirn aussagt. Aber ich glaube, mit dem Problem müssen wir alle irgendwann einmal umgehen.